meinst du das so? Vielleicht durch YouTube oder so. Ich habe auch nur einen Follower verloren eigentlich, seitdem ich nicht mehr streame. Ist auch krass. Ich hätte gedacht, wir sind nur noch die Hälfte da, wenn überhaupt. Ja. Warte mal, ich wollte eben mal noch so ein komisches Item benutzen. Woanders. Hier, ne? Der Podcast hat angegeben, dass sich der Kanal an Erwachsene richtet. Da spielt er einfach Pokémon Unite. Ach so. Ja. Was hat er eigentlich? Wie hat er das gemacht? Na egal. Wie überpasst das? Romano streamt aber auch kommen noch, ne? Ja. Romano, Strafe, gerade eben. Ja. In dem Kampf, blablabla, wurde ein Verstoß. Spielsuche. Achso, weil ich die Spielsuche nicht bereit gemacht habe. Der Weg ist irgendwie komisch. Wie? Na, dieser gelbe Pfeil zum Beispiel bei Strafen. Der ist oben schwarz, obwohl der eigentlich gelb ist. Ach ja, stimmt. Ach, warte mal, ich weiß warum. Oh. Die Frage ist nur. Durch der Blinz, der Filter. Ich weiß aber gar nicht wie. Jetzt, ne? Ja, warte. Jetzt. Ja. So, aber es ist irgendwie übelst krasse Auflösung, ne? Bis jetzt, ja. So, gut. Sind wir schon in der Lobby? Ja. Ah, diese roten Punkte bei dir, die kann ich ja gar nicht sehen. Was für roten Punkte? Ja, du hast irgendwelche Sachen, die du freischalten kannst im Menü. Ja, aber guck mal. Ich hasse das ja auch, wie die Pest, ne? Aber wenn ich jetzt hier zum Beispiel hier auf Events gehe. Na gut, warte, pass auf. Ich tue alles machen, ne? Mhm. Und trotzdem zeigt es mir immer noch einen roten Punkt an. Hier ist jetzt nichts mehr, ne? Nirgendwo ein roter Punkt. Warte, bist du mal kurz gekommen? So, schalt mal durch, siehst du es ja dann? Wenn ich aber rausgehe, ist das hier wegen dem? Ne, bei Events ist es trotzdem noch ein roter Punkt. Was ist da los? Hier ist bei Events so ein Punkt, aber ich weiß nicht, wo der sein soll. Weil hier ist nichts mehr. Keine Ahnung. Damit muss ich leben. Das ist echt komisch. Das würde mir so hardcore auf den Sack gehen. Ja, anfangs ging es mir auch übelst auf den Sack, aber mittlerweile habe ich es akzeptiert, sag ich mal. Einfach akzeptiert sein Schicksal. Ja. Soll ich machen, ne? Das Leben ist hart. Das Leben ist übelst hart. Und weißt du, die Bettelpunkte, was ist da deine Ausrede? Ja, kann nicht. Ja. Wusste ich, dass es nur eins ist, deswegen. Deswegen. Das Snack nebenbei. Ah. Ich habe so richtig heiß Hunger auf Schokolade gehabt, ich weiß auch nicht. Ich habe das sonst nie, aber seitdem ich 31 bin. Aber manchmal habe ich das auch. Pick the chocolate. Ich hab das noch nie gehabt eigentlich, ne? So als Wanst halt immer so Schokolade und sowas gegessen. Und dann eigentlich jetzt, bis ich, keine Ahnung, 30 geworden bin, gar nicht mehr. Als Kind war es halt Nutella und so ein Scheiß.
Ja. Jetzt schon geil, Schokolade. Schokolade ist schon geil. Bald nicht, wenn man laktoseintolerant ist. Hast du auch schon Probleme bei Schokolade? Ja. Alle möglichen Milchprodukte. Aber so Hartkäse und sowas geht eigentlich meistens. Ja, meistens nur so Joghurt oder solche normale Milch und so. Okay. Aber es ist halt unterschiedlich halt auch. So einen Tag mal so, einen anderen Tag so. Es ist halt. Andere kotzen ja sofort los, wenn sie so mit einer Milch in der Nähe ist, ne? Ja. Als habe ich auf den Stream geguckt und hab gedacht, oh, breit, ich drück doch. Ah, ich mach das voll. Ist schon mal ganz lustig, aber. Was nur bei 3-3 war es eigentlich vorhin ganz gut. Das voll Damage Bild. Ja komm, lass uns mal beim 3-3 machen. Und er hat einen Trank dabei, da wissen wir doch schon wieder, dass es liebes Oberauf ist. Damit herzlich willkommen im Spin. Diesmal wirklich. Diesmal wirklich, gell? Langes Jahr. Einfach so Eisbein gegönnt. Ja, mit Sauerkraut, ne? Das hast du eine Hippie-Tante an der Kasse beim Einkaufen gerade. Ich habe halt wirklich nur so Fertig-Scheiß gekauft. Wie gesagt, Schokolade, Eisbein, keine Ahnung. So Bodenhaltungseier. Da muss man sich ja richtig schlecht fühlen mittlerweile, wenn man einkaufen geht. Warum? Ja, weil die alle Tiere hier, Tiere da, Gendern hier, Gender da. Du musst aufpassen, was du sagst. Doch na gar nichts mehr. Fertig? Die da um! Los! Die Macke. Alles Verschwörungen. Echt so. Was spielst du hier? Macho. Hey, geh mir in die Mitte. Riechst du in die Mitte, ja? Warst du doch. Nein. Okay, geh ich jetzt halt auch mit hoch. Oh. Nein. Hilfe. Ich hänge. Dieses kleine Hopplungs nach Hilfe schreit. Komm jetzt. Schenk dir die Punkte. Hier, da will Stress. Krieg doch. Wo waren die Heilung, Alter? Wasch uns erstmal weg, ey. Ja, die Gruppe des Todes. Ach, scheiße. Eine Sekunde, wo mein Abgang. Alter, ich hab auch noch weggekriegt, das ist so ein Bastard. Eine Sekunde, da mein Abklingzeit, da wäre er tot gewesen. Da chillen die immer rum bei dem Punkt hier. Oh nein! Ich werd rausgesohnt. Schon wieder! Du kommst schon noch dahin. Oh ja, zwei Schüsse war viel weg. Aber die kriegen ja mehr Schaden, ne? Hättest du sie reingemacht. Ich komme wieder. Ich gehe. Ich bin. Oh, ihr Sub, das Ding ist da. Das ist immer so. Sub, das Ding. Ich hab gerade verprügelt. Nein. Halt sie auf, ich schaff's. Hab ich gemacht. Sie kommen, du hast 50 Punkte, komm her. Ich muss mal den hier weg. Wegsexualisieren. Machst du erst? Ist egal, wir haben beide 50. Achso. Fantastisch!
Fresh! Warm, Junge! Schön zerstört. Weiter so! Machen sie nichts mehr. Die haben die Schnauze voll. Schnauze voll. Fantastisch! Leicht in Führung sein. Gibt's denn ja. Fantastisch! Boah, 82 hat jetzt reingeknallt. Okay. Jetzt könnte man zum Beispiel zu denen im Start gehen. Ja. Andere Vieh kommt gleich wieder. Fantastisch! Gehen wir doch mal innlünseln. Fantastisch! Fantastisch! Schnackeln. Fantastisch! Meine Ulti muss ich falsch erstellen. Hier will ich das machen, Mann. Oh, das ist alle weggekrittet. Oh, ey. Oh nein, das schaffen wir nicht, ey. So eine Shit aber. Oh shit! Zählt leider nicht mehr, ne? Hat gereicht von dir. Krass, dass es doch so knapp dann war. Ja. 332 Punkte. Der Frosch war halt ziemlich gut. Ging so. Schnell. Ja. Also hier bei 3 gegen 3 ist das Bild, das Damage-Bild übel gut ist. Ja, wie gesagt, es war auch gerade Lamus mit dabei. Ich glaube, die Kombo ist halt ganz geil. Die Bär mit Lamus. Wie gesagt, Kürtel war auch noch, denke ich mal, Killer. Oh, dieser Stein bestimmt. Oh, da tut die ja richtig langes Stun mit seinen 3 mal vorstoßen. Ach, die Klappe hier, ja, oh ja. Naja, mal so ein Normal Game ausprobieren, wenn ich die Klappe nehme. Relaxen war glaube ich auch gut, der hat auch diesen Stun, wo der auch mit seinem Arsch auf den Boden knallt und dann die gestunt sind. Ja. Und dieses Schild von Relaxo. Stimmt. Aber wenn die nicht mal in die Nähe kommen, sind die tot. Ja. Ich hab von seinem Monster im Stadtgebiet nicht gemacht. Naja. Nun was? Ich hab Monster vergessen im Stadtgebiet. Gegner sind oben. Endgegner hier, diese Laufbänder. Ja. Super. Ja, weil sie da lastet. Hm.
gesund. Fantastisch! Oha. Macht mit den Leuten. Klopfen mitmachen. Hat sie wohl. Oh, es hat's gefälscht, was ich finde. Los! In dem Rückstand sagt uns alles kalt. Und die Schwimmer. Ich weiß es mal. Mal kurz digitiert hier. Alba-Mensch. Ja, die sind da mit da. Scheiße. Komm alle. Weil er cool ist. Auch noch uns platt. Ich platzt. Wo ist denn unser Homie? Der war auch schon tot. Ja, oder die haben sich verpisst oder. Achso, ja, wir sind ja noch zu dritt. Gib alles! Und sie hat ja krasen die 5er. Ich geh mal mit der Spinne. Zurück, komm. Boah, einfach weggeplatzt. Ich bin halt gut im Team, ne? Du guckst mal, du Unschild. Der macht da nicht mal was. Guck mal, der farmt da nicht mal. Jetzt gerade meins gekillt. Das hat er schon einfach nur rum und so. Das ist das erste Mal. Darf er nicht. Klaus, wo wird geben, ja. Pokémon. Das rennt einfach weg. Ah, fuck. Komm, alles Scheiße, ich bin so. Wir laufen schön im Team zusammen. Ja, ja. Ist immer dauerhaft einer tot. Die kommen jetzt immer maximal 2, 3. Aha. Kurz alle aufgeräumt. Mit dessen so. Aber wie schnell haben die das jetzt gemacht? Wir müssen isolieren und verprügeln. Isolieren und verprügeln. Das Mammutvieh ist halt auch nicht tot. Ja, das Tengi wie Schwein. Tengi wie Schweinesuppe. Schwein! 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 Gehabt. Naja, aber meine Schuld, komm. Hut habe ich gekriegt. Brauch ich ja unbedingt. Ich hab hier in den Shop, was du von diesem Magen kaufen kannst, habe ich alles schon gekauft. Ne? Wie, du hast alles schon gekauft? Na, alles, was ich mit diesen Marken kaufen kann, habe ich gekauft. Kann mir den Marken zwar kaufen, wenn ich jetzt ein Kleidungsstück. Dann soll ich die Marken sammeln. Ja. Aber den Shop gibt's nicht mehr, was ich mir die Marken kaufen kann. Habe alles schon gekauft.
Wie viel von den 129? 6 Kämpfe muss ich noch mit Maro Mai gewinnen. Muss ich mal hinkriegen. Das ist dann egal, was du machst, einfach nur Kämpfe. Du musst schon gewinnen. Ja, aber es ist egal, ob du 3-3, 5-5. Nee, ist egal. Deswegen, bei den Ladies würden wir uns ja auch am besten immer halt die Quick Games zu machen. Damit kommen sie natürlich auch drauf an, wenn du jetzt natürlich Rotom besiegen musst als Nebenquest oder so, dann kannst du natürlich auch ein Wahlspiel machen. Ist ja klar. Haben wir eigentlich über die gleichen Quests? Ja. Hab da mal nicht so drauf geachtet, ich war halt einfach immer nur gespielt. Na, manche Sachen sind schon anders. Also, die du einfach nicht freischalten kannst, die aber einfach mehr. Zum Beispiel, wenn du das hier machst, hab jetzt schon wieder was freigeschaltet. Dieses Signal. Spannenderer Titel ist dir aber auch nicht eingefallen, ne? Nee. Überhaupt nicht. Dann muss ich unbedingt einschalten. Fantastisch! Prinzipiell machst du mal was mit 6. Gut. Hilfe, Hilfe. Ja, bei Pokémon. Das muss ja nicht unbedingt im Zusammenhang mit Pokémon sein, aber man kann ja einfach nur tippen. Oder aus Text-Pokémon. Sexomon. Spiel ich jetzt nach, komm schon. Was auch viele machen, so, das musst du gesehen haben. Ich bin ein Scheißvogel. Das bist nicht du, Daniel. Okay, ich bin da. Und, die haben. Boah, ich bin schon wieder so übelst krass in der Kombo. Was sind das für Masser? Boah, Alter. Gib alles! Teleport. Teleport. Teleport? Ja, nein, ich bin bereit. Teleport an denselben Ort. Haben die es schon gemacht damit? Nee, ich mach das gerade. So wie deine Mama. Ich kann jetzt so eine scheiß Mama zu viel Schaden machen, ist ungerecht. Ja, ja, mit uns ja. Da wird's jetzt geklebt. Alter, ich muss an die Wand geprügelt. Naja, Vogel. Ich hab einfach Glück. Wer da? Komm ich rechtzeitig hin. Los! Wir liegen im Rückstand weit. Naja, noch. Wissen die nur noch nicht. Jetzt hätten wir uns zum Beispiel absprechen können, dass du kurz reindankst mit den 19 Punkten, die sich dann verdoppeln. Ja. Das ist ein Vogel.
Geht er mir auf die Eier. Machen dort. Sehr gut. Aber. Haben wir sie? Jetzt haben wir sie aber auch mal ganz kurz verprügelt. Und jetzt alle unten rein danken. Fantastisch! Ja. Egal. Fantastisch! Fantastisch! Hat geschmeckt auf jeden Fall. Bin ich dankbar. Ich bin wieder voll. Ding so viele Punkte damit rum. Kannst du den Counter da erhöhen irgendwie? Warte. Wo war ich da? Unten? Da. Ich jetzt. Ist er weg. Fantastisch! Ich kann erhöhen sogar. Fantastisch! Ja, also die Mitte. Ja, im Mitte. Also, ach hier, ja, ich hab's gerade gesehen. Ich weiß nicht, ob es dann irgendwann mal einen Multiplikator nochmal gibt, dass dann noch immer 3 da steht oder so. Keine Ahnung. 5, 4, 3, 2, 1. Vielleicht müssten dann alle 3 reinbanken abwechselnd. Das weiß ich nicht. Ich muss probieren. Oha. Boah, was? Haben wir gewonnen. Ja, na, obwohl wir so einfach nichts verprügelt hatten. Ja, aber dann haben wir ja nochmal die 300 Punkte reingedonnert. Ja. Schon krass, schon krass. Genauso überrascht wie wir. Alle 2 Kills gemacht. Das einzige Pokémon, was Sounds macht in dem Spiel, ne? Die anderen machen ja auch Sounds, aber die sagen halt nicht ihren Namen. Das ist die Größte bei League of Legends, wenn du Skarner nimmst und da am Busch steht, sagt er ja auch die ganze Zeit Skarner, Skarner, wie bei Pokémon. Ja. Das ist eins. Aber für League of Legends kommt bald eine Netflix-Serie, ne? Haben die sich schon vor Ewigkeit mal angekündigt irgendwie? Also ja, auch so von Herr der Ringe soll irgendwie auch eine Serie. Von Star Wars noch 1000 Serien kommt. Ja, von League of Legends habe ich eine Werbung gesehen. Letztens auf Twitch. Ich glaube auch okay, ja. November, Dezember. Also haben sie schon mal was rausgemacht, rausgebracht. Also was also wie so aussah, gibt es dann The Lee und The Jinx. Hauptsächlich. Naja, klar. Mal schauen. Nichts mit Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. Ja. Das war Frau in der Hauptrolle. Finde ich jetzt ein bisschen unfair. Diskriminierung. Mhm. Der arme Echo. Der arme Yasu. Ein Killer an die. Mal wieder nicht. Chiki. Wer ist die erste Form von Chiki? Chiki. Halt hier ist die erste Form. Oh nein, ich hab gleich mal 20 Punkte oder was? Oh, sind alle bei dir. Sie überlebst du einfach nicht. Wie denn? Shit, absurd. Das muss man nicht so verprügeln, jawohl. Und weg, und weg, und weg. Jetzt geh ich drauf. Oh, Alter. Alter Falter. Oh, nein. Nein. Oh, nein. So krass, wie wir das gerade gemacht haben. Fantastisch! Wir haben die übelst outplayed. Ja. Krass, denn. Das wissen die jetzt immer noch nicht, aber zu langsam wissen sie es. Oh mein
kommen an und kriegen auf die Nase. Das ist eigentlich hier Quälerei, wenn man Pokémon verprügelt. Ja, wenn dann Pokémon-Quälerei. Pokémon-Quälerei, ah. Aber die zählen ja in der Welt als Tiere, oder? Nein. Ich weiß nicht. Haben die dann auch so menschliche Rechte eigentlich? Menschliche Rechte. Also, Pokémon-Rechte in dem Sinne. Das ist mal echt Fragen. Kennst du doch mit Rechten nicht aus. Oh, hier der Mitte. Weiter so! Bin da reingemittet. Gemittet. Oh. Ah ja, komm. Ich will die Überrolle machen bei den Vieh, aber das ist doch ein bisschen zu groß wahrscheinlich. Ach, wir haben's. Alter, was ist mit ihm? Ja, sobald der Knackpack ist, ist das Vieh richtig krank. Am Anfang ist er gut zerlappen. Gut. Ja, dann machen wir. Fantastisch! Okay. Also, das ist nice. Fantastisch! Kommt oben wieder an, der hat Spaß beim Sterben. Können wir denn weiter so! Das ist ja wieder die Frage, das gab's ja schon mal, ne? So eine große Diskussion irgendwie darüber. Aber. Also damals mit den ersten Editionen, da war da alles noch so ein bisschen gruseliger gemacht für Pokémon, ne? Die ganzen Beschreibungen, du hast das Hüpfen und Kinder entführt und sowas. Aber. Das haben die alles irgendwie mal so richtig verniedlich und harmlos. Also seitdem könnt ihr ja nicht sterben, sondern nur besiegt werden. Und die hält man ja im Pokémon Center wieder. Also die können ja eigentlich in die Shops gehen. Hm. Aber auf der anderen Seite gibt es ja auch Friedhöfe und sowas dort. Also keine Ahnung. Fantastisch! Vielleicht könnt ihr nur an Altersschwäche sterben. Hm. Fantastisch! Müssen die jetzt in Pokémon Arenen auch Masken tragen? Das ist eine gute Frage. Sind die bei Corona aufgeklärt? Guck mal, machen wir jetzt. Da muss er sich alle desinfizieren. Boah, das war eine. Weiter so! Ist Desinfektionsmittel für Macho mal günstiger, wenn er so viele Arme hat? Oder. Ja, stimmt. Vielleicht machen die es dann einfach nicht wegen meiner Weile oder weil es halt zu aufwendig ist. Muss man dem Macho Mais schon ein bisschen entgegenkommen. Und wie sprechen sich zwei Machomais an? Ist ja auch die Frage. Ich meine, wo fünf Machomais stehen in einem Raum. Und einer den anderen was erklären, dann sagt er ja Machomai. Und alle drehen sich hoch. Weißt du, was ich meine? Die müssen ja noch irgendwelche Namen haben, theoretisch. Aber was wüsste ich? Wir wissen es einfach nicht. Wir wissen es einfach nicht. Wird zu stören, aber hier ganz schön. Ein armer Pokémon-Trainer bin ich nur. Fantastisch! 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 Ja, jetzt haben wir schimpft uns mit, also da. Oh, ja. Wieder doch hier so ein kritischen. Zwei, eins. Ja, aber mein Beistand ist nicht da. Halt. Kampf vorbei! Gewonnen! Gewonnen. So zerronnen. Die haben alle 0-0-0-0-0. Die haben nicht einen von uns getötet einmal, gell? Hä, vorhin war das derselbe Spieler, mit dem wir gerade gespielt hatten? Nee, der hatte so irgendeinen komischen japanischen oder chinesischen oder was auch immer das ist. Naja, vorher ja auch. Ach echt? Ja. Heftig. 25 Millionen Spieler auf der Welt und spielen mit demselben nochmal. Wie viel? Ja, so ungefähr. Aber wenn das so japanisch oder chinesisch oder was auch immer verzeichnet war, weiß ich nicht. Haben die da nicht einen übelsten. Und mit uns zusammenspielen, ist das da nicht ein übelster Ping eigentlich Unterschied? Nee, die sind einfach Gangster. Die haben da drüben schon. Keine Ahnung. Die haben da einfach keinen Ping. Die 10.
10. Nein, warte. Mein Handy. Pink minus 2. Die können schon in die Zukunft gucken. Stell mal vor. Deswegen hat er auch mit uns gespielt. Wenn ich mit dem Spiel verliere, also spiele ich mit den beiden. Sehr gut. Vier Matches müsste ich noch gewinnen mit Machomai. Easy. Aber wie viel Zeit ist denn noch für das Event? Es sind noch ein paar Tage. Das müssen wir jetzt alles jetzt machen. Müssen wir nicht. Ne? Ja, ich würde schon eigentlich mal so ein bisschen auf Ranked irgendwie gehen. Ja. Drei Tage, das reicht mir. Ich hab doch dann frei. Easy. Ich würde danach frei. Freiheit. Wenn die angekommen sind, fängt genau. So ist es. Ich bin mal vor Marius Müller-Westernhagen in der heutigen Zeit, da würde er niemals berühmt werden. Warum? Weil er verdient. Alleine von seinem Aussehen. Aus Gründen. Ich weiß nicht, wo ich da anfangen soll. Aber! Okay. Wollen wir erstmal ein normales Game machen, damit wir reinkommen? Genau. Und dann können wir ja noch ein bisschen rumprobieren, sowas wie Relaxo, Libello, komm. Aber ich könnte mir für 8000 Euro ein neues Pokémon kaufen, aber ich weiß halt nicht was. So ein Achter. Also Relax habe ich schon mal gespielt, also irgendwie kam ich da nicht klar. Ja, also mussten wir die meisten Pokémon erstmal spielen, das halt bei der League of Legends, ne? Muss erstmal so reinkommen dann mit dem Dämon. Vielleicht auch mit dem Vogel, kam ich am Anfang überhaupt nicht klar, ne? Mittlerweile kann ich den auch ganz gut spielen. Ja, okay. Die Assassin. Ich muss jetzt hier das andere Vieh nehmen, aber es macht nichts. Geh ich halt Jungle. Die Frage ist, was nehme ich für ein Item noch mit? Zwei Defensiven? Am besten ein gutes. Ja, ich würde schon sagen. So, jetzt aber ganz schnell. Fokusband nehme ich noch mit. US. Da hat einen Trank mit da ein. Schmutz. Erstmal schön normal gegessen und jetzt hinterher die Schokolade, Alter. Aber mein Bauch wird sich freuen. Jawohl. Mal erstmal schön scheißen gehen. Ja, kannst du mal wissen. Fertig? Los! Boah, schon wieder halt neu. Ich muss bald wieder ins Bett eigentlich. Ich hab gerade erst noch Kaffee getrunken, verdammt. Wann musst du morgen früh aufstehen? Hä, das bist doch gar nicht du. Nee, ich hab die Jungle. Weil ich durfte das lieber Ding nicht nehmen. Na klar. Ich muss sonst Relax finden. Obwohl, da ist ja auch die Berlo trotzdem hier. Ich würde gehen. Gleich gesagt, umsonst genommen. Ja, das sind die Erfahrungswerte, die da sprechen. Das war so geil, wenn der Relaxo sich mit seinem Bauch so aufs Pokémon drauf schmeißt bei jedem dritten Auto-Attack. Sieht immer so witzig aus. Boah, Entschuldigung, darf ich hier kurz vorbei? Da wollte mein Jungle stehlen, das Schwein. Gosh, geoldet einmal, stoppt dafür. Was hat er jetzt davon? Jungle ist oben. Ne, da braucht er so mein Jungle. Irgendwie schwierig, okay. Was die jetzt am Spielen. Nein! Oh. Das Jungle ist er nicht. Das wissen. Ich hab's gegrillt. Ihr seid oben, ne?
Ja. Oh, scheiße. Ah, ist schon geil eigentlich die Kombo, Liberlo und das Vieh. Glaube ich. Weil der Stun ist schon da. Also der hat die ganze Zeit auch wenig Leben und das Liberlo, aber ich glaube, jetzt bin ich gestorben. Aber ich denke, das ist ja mal ganz gut weg für ihn halt. Was machen die hier unten eigentlich? Ah, scheiße, 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 jetzt jeden damit den Kampf spielt. Oh, die zwei sind aber auch niemand dauerhaft da, ne? Dieser kranken Elo. Top Lane spielen. Da ist schon wieder mal ein Schalter drin, der kleine Bastard. Ist echt gut, die Kombo. Kannst du nicht sagen. Macht Spaß. Nein, oh, es hat wieder verfehlt. Halt jetzt wieder das Ding, dass der halt Kacke baut. Hätte ich längst helfen können eigentlich. Das hätte es auf jeden Fall besser angekriegt. Warum ich hier umsonst eigentlich? Macht halt keinen Sinn. Hier unten nichts. Vogel sind immer das ein Supporter. Die sind so doof. Ein Liberlo kommt halt nicht mit, so der träumt gerade ein bisschen. Wir müssen halt unten das Vieh machen. Mhm. Oh, das hat die es halt gemacht. Die sind jetzt mittlerweile sehr gut dabei. Ja, die sind nice gefeedet. Durch, ich bin Chirurg. Da oben. Der stört mich halt. Eine Chance. Schön mal geschubst. Ach, schade. Wieder davon. Das ist zu schnell. Ah. Schön hinten reingeschubst, das Scheißvieh. Meint mich nicht einmal gepunktet. Halt alle warten, bis ich tot bin. Das ist scheiß Libero, Alter. Fokussiert immer irgendwie nicht. Ah, ja. Also unser Libero spielt gar nicht mal so gut halt irgendwie. Ja. Das Gegnerische ist halt natürlich wieder badass. Dann ist die Farbe da, die Gegner machen die. Schauen wir, wo unsere Leute sind. Guckt das an. Guckt das an. Überall verstreut.
Die Krabbe, ich dachte, die wäre schon längst weg, alles gesagt. So, wie unser Team. Das ist ein tapferes Game. Oben hat es auch gleichzeitig gemacht. Gib alles! Und die Berlo kriegt die weg? Alter. Er hat extra gewartet, bis. Mein Liberlo hat gewartet, bis mein Schild wegging. Fantastisch! Und so ist Meta-Gameplay. Ich verstehe es halt nicht. Bin ich zu schlecht dafür. Bestimmt. Ja, da wird schon was zu spielen in seiner Einstellung. Lass mal schön warten, bis der Support tot ist und jetzt kann ich auch endlich sterben. Ja, okay. Das wäre halt zu einfach für ihn, weißt du? Den löse ich nur in Schwierigkeits gerade. Er spielt eine Pokémon Nuzlocke in dem Spiel. Aber weißt du, was ein Nuzlocke ist, oder? Nee. Wenn man seinen eigenen Pokémon-Regeln aufsteht bei einer normalen Pokémon-Edition, das ist halt schwierig wird. Macht der hier den. Ja. So, tap das. Fantastisch! Ja, jetzt sterben alle unten. Unten. Ja. Wenn der noch stirbt, dann bin ich das. Scheiße, ich muss aus dem Hinterhalt irgendwie kommen. Ich weiß nicht, wie ich es mache. Das war meine Ex-Frage. Kennt sich doch. Oh, Schokolade geht rein da. Mensch, Schokolade geht nicht auf, ich bin am Arsch. Los! Fantastisch! Kombo ist schon geil mit Liberlo, aber es muss halt auch mal. Ja, vielleicht krieg ich ihn nächstes. Das ist auch immer so. Da wo wenn wir mal wieder zusammen was ausprobieren und kriegt dann wieder. Fantastisch! Da müssen wir da gegenseitig Bescheid sagen, damit ich halt notfalls was anderes nehmen kann zum Ausprobieren. Fantastisch! Ja, und geben. Lappen! Verloren! Verloren! Scheitert wirklich gerade daran, scheiß Schokolade aufzumachen. Ich bin VR-Leiter, verdammte Scheiße. Deswegen, du hast aber für alles deine Angestellten. Jetzt kannst du nichts mehr alleine. So fängt's an. Genau, genau. Ich nehme mal Pinkel. Du doch. Gut, das doch. Ich kann auch nicht mal reden. Egal. Fukuyama aufgekriegt.
So. Oder was? Ich habe neulich wieder Tinder mal installiert. Ja. Die erste Nachricht, die kommt von einer Frau. Also wir haben uns so ganz kurz ein, zwei Sätze über Musik unterhalten. Dann fing die einfach so an. Ja, aber gleich am Anfang mal die Frage, weil ich nicht gerade die Kleinste bin. Wie groß bist du denn? So. Hä? Bleib doch mal ruhig einfach. Aber so direkt so, keine Ahnung. Zum zweiten Satz irgendwie so. Du machst Musik, ja. Oh cool. Wie groß bist du? Ja, genau. Ich muss erst mal fragen, welche Größe sie meint. Ja. Mann, sind das so ein Scheiß, also wirklich. Ja. Das ist halt leider so. Sieht auch noch anständig aus, das ist halt das Schlimme daran. Naja. Marvin ist es halt einfach nie. Nee. Rico sagt immer, guck in die Augen. Wenn die verrückte Augen hat, renn weg. Das hat er von. Aber mit der Mutter. Na. Bestimmt. Mal noch ein normales Jahr, ne? Ja, zum Haus. Ja. Danach gehen wir mal rüber zu Ranky Wanky. In Leipzig gibt es auch einen Stadtteil, das heißt Grünau, ne? Mhm. Und da sagt ein Arbeitskollege immer, na ganz Grünau. Ich kann das halt nicht mehr hören. Hat mir aufgefallen, wie du gesagt hast, genau. Das ist wie hier, da wo meine Cousine wohnt, in Elm. Jetzt ist Relaxo weg, ne? Willst du mich verarschen? Ach, ist immer so. Da ist dann halt Elm und das Nachbardorf, die waren immer so, ja, ist wie Knau und Reber so. Und die haben immer früher gesagt, das Nachbar hat immer gesagt, Ex oder Elmer. Also, ne? Ja, okay. Aber bei Relaxo ist sogar eigentlich ein Heiltrank gut, oder nicht? Nee. Wir gehen hoch, ne? Ja. Also, Anke bringt so wenig, also... Bringt wahrscheinlich am meisten, wenn du so ein normales Pokémon hast, was nicht so viel Leben hat. Dann ist das Leben relativ schnell wieder voll. Was denn jetzt? Oh, Netzwerkfehler. Oh, na klasse. Das, weil du mir nie zuhörst. Lieber ein Normal Game als wie. Aber es scheint schon, glaube ich, wieder zu gehen. Los! Was macht er denn? In jedem Game hat mal Doris sehr verobert, da steht. Sieht schon. Oh nein, nein, er hat's andere. Irgendwo zu gegnerisch. Hier, hier. Sind die überhaupt schon da? Eben nicht. Oben machen sie gerade viel. Mit viel meine ich natürlich die super netten Pokémon. Und... Ach komm, Shadow, Jungle. Was macht denn der jetzt hier? Ich weiß es gar nicht. Und sein Jungle ist aber noch viel übrig. Alles. Mit 1. Ey, was macht er hier? Guck mal, die... Runter, Jungle. Bam, Junge! Ich hab doch gesehen, dass noch eins übrig ist. Sarah lässt sich alleine da vorne killen, oder was? Ey, wie kann man nur so los sein? Ja, das ist das Spiel. Das ist doch, was man nur rumkriegen kann. Er gibt nicht mal sich heilen oder so, ne? Ach komm, scheiß den. Scheiß auf den Scheißer. Da müssen wir halt den Jungle mitmachen, ne? Das hätte ich machen.
versucht die ganze Zeit, der läuft eigentlich nur rum, ne? Er versucht da immer zu last hitten. Aber ich bin halt. Das ist halt auch so ein 4. Der wird doch nie darüber hinauskommen, ne? Wenn er weiter so spielt. Ich klär mal seine Mutti an. Ich weiß nicht, er rennt mir auch die ganze Zeit hinterher. Ich weiß nicht, was seine Mission ist. Na, vielleicht will er sich angucken, wie man spielt. Ja, das kann sein. Aber da ist er vielleicht eigentlich ganz viel. Supporter spielt Jungle, ist auch nicht schlecht. Hab noch mal. Man kann mich gucken. Die ganze Zeit hier hinterher nehmen, ne? Angel, ich bin zum Port, hat morgen so. Ja, das ist halt. Ich hätte sie versucht zu booten, die hätte ich nicht auf. Warte, schieb sie mal weg einfach. Jawohl, das ist ja tot. Was hat sie jetzt davon? Etwa mit den Scheren hinten. Ist halt geil, diese Buff. Ach, scheiße, jetzt immer die Kröte verschlafen. Rot und schnell machen. Ist ja geil, dass man das hochschieben kann. Ja, du kannst ja auch aus dem Punkt, wenn sie dein Schild haben und den Punkt, kannst du halt einfach rausschieben, ne? Ja. Und das hier ist halt auch geil, dieser Buff halt. Der kannst du echt die ganze Zeit machen. Und hier lange düsen. Entschuldigung. Okay. Ganz kurz in die falsche Richtung geschoben. Das ist ja alle tot, ne? Nee. Schieb die mir zurecht. Okay. Halten. Abo aussehen lassen. Und jetzt. Oh shit! Da. Oh nein. Ach, das ist der Gegner. Ich dachte, das ist einer von uns. Na, muss ich erstmal gerade zum Brust lassen. Oh nein, warum. Warum ging meine Ult nicht? Mit Angst vor dem Gegner. Oh, der hier von Janera ist ja auch badass einfach. Weiter so! Mich gut gefeedet, Alter. Zu zweit haben es nicht geschafft, mich zu töten. Da hab ich eher noch einen Ding getötet. Kommst du runter zu Krabben mit? Ja, zur Schildkröte. Du weißt schon, ja, was ich meine. Die ist wieder unten. Ich komme. Heute bin ich der wunderschöne Schmetterling. Ich hätte gar nicht kommen brauchen, oder? Ah, sicher. That's what she said. Jetzt bist du eigentlich schnell nach oben das Ding holen. Erstmal kurz rein danken. Ja. Maria. Ja, dann halt nicht. Achso, doch. Ich mach, ja. Oh, die haben's schon. Müssen wir deffen. Deffen. Mal ganz kurz hier wegschieben. Scheiße. Zu schnell für mich. Oh, geht auch das. Oh, weil ich gerade in den Busch gerannt habe. Ja, wahnsinnig. Gelebt. Ich bin in eine Falle gelaufen. Ja, es ist das Problem bei so vielen Liberdo-Spielern, dass die dann immer einen kleinen Ticken zu viel wollen. Ja, die hat sich aber umgedreht und ihr Single gemacht und ich habe ja alles auf Cooldown. Ja, ja. Nicht aufgepasst. Aber. Man muss halt so ein bisschen hinten bleiben halt.
wird's, wenn man so krasser Motherfucker ist. Ult. Jetzt sind sie tot. Weiter so! Jetzt sind sie oh lol, oh so lol. Nicht, so nicht. Okay, Tuvok hat uns angespuckt. Aber ich würde trotzdem zurückgehen. Ja. Warum ist AFK? Ihr wollt mich alle verarschen. Spielt dieses Spiel, Idioten. Verlasst es. Komm. Ich hab mal ganz kurz in die richtige Richtung geduscht. So. Klappe zur Klappe zur Klappe. Sera. Weiter so! Was ist da? Ist da Danke. Kann ich das auch schieben? Nein. Zum Glück ist Pummelow festlich. Nettelow, Entschuldigung. Hot Carry hier. Musst du was machen, danke, du hast 50. Oh, das tut ja das Verhindern, ne? Ich werde hier wahnsinnig. Fantastisch! Wenn ich schiebe, schiebe ich. Ich spring alle über uns drüber. Fantastisch! Fantastisch! Entschuldigung, ich fahre mal ganz kurz durch. Weiter so! Einfach weiter. Nein, da müssen wir halt eigentlich nur noch deffen, weil jetzt halt eigentlich mal Bildschirm von oben zu spielen, weil ich war ja nicht mehr wirklich was. Die 16, 20 Minuten gleich, ne? Eigentlich müssten die deffen, aber die machen es halt nicht. Ist halt ja. Selber schuld. Man sollte ihn bekommen. So, wenn ich springen will. Nochmal abgeben unten, dafür reicht die Zeit noch. Entschuldigung. 5, 4, 3, 2, 1. Komm, nur Punkte mal aus. Gewonnen! Ja, also mit Supporter und Libero ist schon krass. Ja, bei Relaxo, ja, Killer. Das war geil gewesen. Aber nein. Es sollte halt nicht sein. So. Aber jetzt vielleicht kleine Ausreden. Zack, zack, zack. Oh, komm schon. Ich hab Galaxo. Und hochgehen, und hochgehen, und hochgehen, und hochgehen. Und hoch, und hoch, schnell, schnell. Ja gut, das ist ein normal Game. Die achten da eh nicht drauf. Die rennen einfach. Die wissen wahrscheinlich nicht mal, was die orange Punkte sind. Doch. Oha. Fucking Smurfs. Na da. Ich gucke zurzeit wieder die Serie You, da kam jetzt eine neue Staffel raus, ey. Oh, das wird halt alles weggesucht und immer. You, warum sagt man das? Wie im Stalker. Okay. Übrigens gut gemacht, die Serie.
Ich guck das Dragon Ball Set. Immer noch? Ja, ja. Ja gut, da gibt's auch Millionen Folgen. Ja, ich guck jeden Tag immer noch mal so, ja, ich weiß nicht, 5 Folgen oder so. Du willst in 3 Jahren fertig sein. Na, ich bin gerade bei C17 und C18. Oh, das ist schon bald. Fertig? Los! Das ist Busaga, ne? Nee, das ist Gallic. Cell-Saga? Ach so. Ach stimmt, Cell ist ja noch was Paar, genau. Cell, da kommt noch die Magic, na gut, das ist ja mit Juno. Ja, genau, das manche ein Buch. Okay. Was wollen die hier? Was wollen die hier? Ich kann mich noch heilen, ne? Also. Damit haben die nicht gerechnet. Nicht. Haben die nicht. Hm, das Vieh ist noch da nicht. Das wird noch gerade angezeigt, weil das da gespawnt ist quasi. So. Unten. Touches, siehst du? Oben. Achtung, Jungle kommt. Oha, trotz der Hochheilung haben die mich genockt, ne? Ja, das wusste ich nicht. Die krasse. Okay, wenn sie so wollen. Kein Thema. Die Bienen bekommen, ne? Scheiße. Wo hier oben das Vieh, schon wie unten das Vieh. Dann schauen wir mal. Wo machen wir? Alter, das hat viel Schaden gemacht. Ich wollte mich gar nicht angreifen. Alter! Boah! Aber so gestunt, die. Du bist ja gegen die Mauer, ne? Ja, dass die Schaden macht so krass, die schirmt einfach nur ab. Ja, es gibt ja 2 Mauern. Die eine schirmt halt wirklich mal ab und die andere. Achso. Animus hat ja auch schon überlegt, mal zu spielen halt. Boah! Da kann mich zurück. Ach, zu sich ziehen. Ich bin tot. Okay. Das scheiß Dreckvogel, gell? Ein bisschen auf Sack. Die spielen nicht schlecht, muss ich sagen. Ich bin auch gerade mal rangehuppt. Aber jetzt habe ich mein Jump. Jetzt können wir schön rein in die Marie. Was ist denn mit dem Jungle eigentlich? Achso, okay, die machen gerade unten. Was Vernünftiges sogar. Müssen wir aber mit runter, weil. Oh ja. Geht das erste auch weg. Scheiße. Zu spät, ne? Weiterfahren, weiterfahren, Bootshop versuchen. Aber ich bin jetzt schon runtergelaufen, weil die töten kam. Ja, es ist halt vorbei der Kampf, also muss man jetzt eigentlich schnell. Als Verteidiger bringt es mir halt nichts runter und zu. Ach, dieses komische Telekinesen-Mistschwein ist halt zu krass, oder? Genießen müsst. Schieß da drauf, was geht? Das ist nichts, ne? Mach halt rot und gerade. Da sind schon wieder zu viele hier. So, schieb das Vieh weg. Die sind tot. Die sind tot. Zack.
Also ich bin übrigens gut im Team. Aber nur, muss ich sagen, ein bisschen die Kappe verbrennt. Ich bin ja noch übelst schwach. Ich bin noch in 7 Kappe geworden. Ich bin Jungle und alles weggefahren. Da ist halt nichts mehr. Na doch. Runter. Hier drüben, hier drüben. Vorne. Na, dann müssen wir runter zur Krabbe. Das könnte schön von hinten kommen, ne? Oh, wir brauchen halt. Warte. Ja, sie gehen halt direkt runter. Warte hier im Busch und dann springe ich rein. Haben die gerochen? Den Braten haben sie gerochen. Ah, ich bin tot. Ich auch. Aber übelst geplatzt einfach. Dieser Vogel muss halt weg, der ist unglaublich stark. Und der Jungle pimmelt da oben rum halt wieder. Das ist halt. Das ist schon wieder so nutzlos. Schon wieder überlegen, was selber in Jungle zu gehen. Jungle ist immer schuld. Das nicht, aber wenn er halt nicht, also wenn er komplett nichts macht. Er war nicht einmal oben, wo man hätten gebrauchen können. Ja, meistens ist es ja trotzdem, ist ja ist auch was Wahres dran. Also ist ja nicht so, dass es immer komplett an Hand vorbeigezogen ist, wie man gesagt hat. Auch aufgeben wollen, na klar. Schon bis hackt. Alle oben, aber wirklich alle, ne? Also kann ich einen Punkt meinst du? Das kann man wirklich hat wirklich auf den gehen. Geht mir nicht auf, geht mir nicht auf. Alle wegplatzen, easy. Da steht bestimmt jetzt so, also zum Schluss steht bestimmt so 1000 zu 100. 1050. Ja, der Vogel ist einfach krank. Unten. Die machen halt immer die Krabbe zusammen, ne? Und dieses Mammut ist halt auch zu heftig einfach. Ja, die sind halt. Ich ziehe halt alle jetzt heftig, weil es halt alle übelst gefickt sind. Standardabwehr ist halt krass einfach irgendwie. Schade, ey. Eine Sekunde früher, ne, hätte man wenigstens das irgendwie, glaube ich, schon tot. Ja, ich glaube auch. Los! Ich würde sogar fast drauf wetten, selbst wenn wir mit Zapdos kriegen würden, wird man trotzdem noch verlieren. Ja, aber das kriegt man nicht. Also machen wir uns keine Gedanken. Nee. Der Schaden ist halt. Also, wir machen halt null Schaden, die machen halt nichts Schaden. Egal. Die 400. Ah, warum wieder knapp? Ich hab einen Punkt gemacht. Ich einen Punkt haben wir gemacht. Ja, es lag halt daran, dass wir halt versucht haben, die Krabbe da zu kämpfen. Aber gut, das erste Mal haben wir es ein bisschen verpennt.
ist halt manchmal, wenn du so drin bist, es geht halt so schnell hier bei Pokémon, ne? Ein Gebirg des Spawn. Was meinst du für eine Kombo? Soll ich mal mit Knüttel probieren? Können wir machen, ja. Wir schlafen dir auch ein. Du musst halt nur das Timing rausfinden, wann du mit hingeben musst, wann die einschlafen. Ja. Kannst ja versuchen, dir mal so ein bisschen zu sagen, aber ist halt. Geiler, wenn man es halt selbst merkt. Ja. Ich will nicht, das eine Item, ne? Ist, glaube ich, auch krass. Oha, ja. Erzielt der Träger einen Treffer, steigt sein Angriffswert um 9. Ist es. Also, bei jedem Treffer kriege ich 9 Angriff mehr, oder was? Ich hab's. Was haben wir mal das Item? Wuchthandel. Das spielt man zum Beispiel auf Lucario oder sowas. Könnte halt auch krass sein bei dir. Ich hab mal ein Itembild gesehen mit dem. Also, anstatt das andere Item als Full, mit dem halt. Das war bei wenn mir das Angriff, dass du mit runter gehst, na klasse. Ach, scheiße. Ich geh mal. Oder haben wir einen Jungler? Vielleicht soll ich. Stopp, wir haben keinen Jungler, hä? Ja, auch irgendwie dafür den Jungle. Wir bleiben jetzt zusammen, wir testen die Kompos aus. Ja. Können wir mal gucken, was man auf Liberto spielen sollte, was empfohlen wird. Body Barrier, das Muskelband und die Scope Lens. Fertig? Also Crit-Schaden, Angriffsschaden und Body Barrier. Body Barrier war das blaue? Ja, die Hilfsbarriere, genau. Naja, es gibt halt verschiedene Bilder. Das ist das Bild, was ich am meisten spiele, auf jeden Fall. Das du davor gelesen hast. Und dann gibt es dann noch hier mit diesem komischen neuen Item, aber ich weiß nicht, was das heißt. Da kriegst du nach jedem. Nach jeder Fähigkeit kriegst du hast du erhöhte Damage. Kann man auch spielen. Ist auch nicht so schlecht. Gerade von Anfang fürs Early Games ist das übelst krass aus. Ja, wenn du noch klein bist, die Viecher die wird schnell weg. Aber du platzt halt auch. Ja, aber dein Ziel ist ja sowieso jetzt nicht von oben zu stehen, sondern halt von unten. Nee. Deswegen habe ich auch nur ein defensives Item. An die Olga. Oh, wie? Die ist nicht eingeschlafen? Alter. Oh, die nicht. Stell das mal vor, wenn du später Damage hast. Stell das mal vor, wenn du später noch Damage hast, dann dazu. Ja, und auch mein Stun, ne? Nochmal extra noch. Shit. Der ist ein bisschen verkackt. Ich bin Anspringer hab, dann wird's richtig krass.
So, mit der Kombo sehe ich uns im Ring. Ja. Muss man im Early ein bisschen aufpassen, aber im Late Game machen wir es halt nackig. So, okay. Er war weggeslappt. Wir müssen zurück mit zu. Ich kriege die Heilfrüchte. Du hast direkt richtig. Krabbe ja, halt. Du kannst ja auch komplett zurückgehen. Ich bin jetzt auch gleich wieder da. Ja, die Krabbe ist aber jetzt da. Ja, genau, deswegen brauchen wir volles Leben. Oh, Baby! Genau deswegen brauchen wir volles Leben. Ich geh doch rein. Oh. Jonas ist halt noch mit da jetzt. Naja, aber unser Team halt nicht. Nee. Das ist reine Carry. Backport, Backport. Das hat mich gehindert. Jetzt stirbt. Diesmal ist zu viel. Und die Krabbe unten. Wir opfern uns, wir opfern uns. Hieronimo! Alter, fuck, das war jetzt knapp. Oh, oh nee, die Früchte sind da. Brauchst du noch einen? Lebst du noch? Nö. Das ist schön. Jetzt kommt mal da. Oh, jetzt kommt mal einer. Hey. Jetzt brauchen wir nicht mal kommen. Aha. Fast alle getötet, ey. Ja, bringt uns trotzdem nichts. Nee, bringt's auch nicht. Obwohl die aber ein Schild haben halt, ne? Ah, bin ich gestorben, ey. Das ist halt wirklich los. Nicht mal der Jungler, wir wollen aber wirklich zweit. Nicht mal der Jungler kommt mit runter. Es ist. Ah. Übelst nervig halt. Deswegen spiele ich auch ungern nur mit Games, weil da sind keine richtigen Übungsspieler, weil die halt alle Lust sind, aber alle immer. Ja, man, es klappt doch auch, dass das richtige normale Spiele sind. Also ich das halt bei Normal Games hast du wirklich alles. Du hast Master und du hast die ganzen Lappen. Ja, aber die meisten Master spielen halt irgendwie. Gib alles! Ja, aber trotzdem auch rum mit den Normal Games halt. Ich bin nicht mal Mensch. Ja, wenn die mit ihren Freunden spielen oder kleinen Schwester oder keine Ahnung was, dann gehen die auch nicht klar sofort wieder ins Ranked rein. Die Mehrzahl hast du halt Idioten, also ich sag mal, die richtig Spiele, wo ich sagen kann, ja, das war ein geiles Spiel, die kannst du dann einfach sehen. Das war halt echt so irgendwie dahingeschissen. Ja, oft. Muss mit runter? Ja. Jetzt eh keine Chance, aber. Publikum. Wir haben uns beeilen, die sind oben alle wieder rot im Gebiet. Ja, komm schon. Ich bin hier einmal mit ihrem Krabbe. Oha, zurück, sind zurück. Ach komm, das Ding tut mich one-shotten. Ja. Das Vieh spielst du auch mit drei Brillen, ne? Also das Vieh ist komplett auf Angriff gemünzt. Freuen sich, dass sie da oben mal einen Punkt haben nach 5 Stunden, aber wir verlieren halt alles, ne? Alle Objekte. Weil wir sind auch einfach alleine gegen die 4 dann, ne? Da kommt auch keiner von oben mit runter, das ist zu dumm. Übel dumm. Man ging das schon da oben. Das ist so krass, wie mobil der auch ist. Ja. Nur noch verteidigen. Ja, schön den Jungle looten und dann. Pengi, muss man das Hardcore carryen irgendwie. Da vorne lag mal übelst hinten, da habe ich auch die ganze Zeit nur gefahren. Da war das nochmal knapp. Ich glaube, das ist halt wichtig jetzt noch.
Lass die schlafen, ich lass die schlafen, ich lass die schlafen. Schön, ich komm nicht durch. Ja, einfach. Alter. Ja. Schön, kann ich eh nicht gehen. Fantastisch! Und dann sind sie halt alle wieder, ne? Haben hier keine Chance zu zweit. Weil die kommen immer alle an, unser Team, aber uns, den Team, aber unser nicht. So lost, ey. Ja. Alter, das scheiß Rote da oben. Gib alles! So, die denken jetzt, die reißen es übelst raus. Jetzt verlieren wir Zapdos und dann hören sie oben, hä? Guck mal, das jetzt verlieren. Dann wollen sie da aufgeben, an den. Ja, der erste schon weg. Bei dem Gegner platze ich einfach weg. Naturpark hat es eigentlich ganz gut noch ausgehalten. Naja. Ja, da hat er auch nur gefahren, anstatt uns was zu helfen. Du willst halt trotzdem kein Game. Schade. Schade. Oha. Achtung! Oh, die haben es trotzdem gekriegt. Ich mach den schon, das ist echt schön. Ich pass es nicht. Oh, da, es ist so dämlich. Fantastisch! Ich habe nicht einen Punkt reingemacht, das weiß ich jetzt schon. Ich bin mal gespannt, es wird wieder so ein 200-800 Ding. Ich glaube, ich habe auch nicht. Auch keinen Punkt reingemacht. Aber Punkten ist halt nicht auch immer wichtig, wenn man halt erstmal deffen muss oder sowas. Stehen die anderen halt auch nicht. Man muss sich 100 Punkte in dem Game machen. Das reicht ja nur mehr zweimal als der Gegner. Ja. Gehört halt auch zu verteidigen. Ach Mann, ey. Also weder haben wir Punkte noch haben wir verteidigt, unser Team jetzt. Naja. Hat die uns auch immer komplett alleine, also zu zweit in Schicht gelassen, ne? Gegen das komplette Team. Das willst du da halt machen. Das kriegst du. Was willst du da machen? Wir hätten einfach mit hochgehen sollen, unten einfach vielleicht alle fallen lassen sollen, mit hochgehen sollen. Auf jeden Fall. Ich muss mal das Mittag eben, um die Schildkröte drumherum. Naja, aber hast du gesehen, so, wir haben es erkunden, so zwei kannst du die aber auch nicht verteidigen. Naja, aber wenn gar keiner verteidigt, machst du ja auch nichts. Was willst du machen derzeit hier? Ja, zwei oben Punkte einreißen komplett in der Hoffnung. Wenn die halt nicht schon mal kommen, was willst du halt machen? Also auch was muss, also so wie es jetzt war, hat es ja nicht gut geklappt. Es gibt doch nur 5 Monster da oben. Wenn wir 5 Spieler sind, kriegt jeder ein Monster und dann haben wir 5 Punkte, die wir reinmachen. Bringt es doch nicht. Ja. Das macht halt keinen Sinn. Ja, aber da. Ja. Aber wie gesagt, so war es halt auch kacke. Naja. Wenn die Gegner genauso dumm gewesen wären und hochgerannt wären, dann musst du zweiter packen können. Ja. Aber machst du halt nicht. Machst du halt nicht. Nicht wirklich. So, können wir noch eine andere Comp ausprobieren? Ja, ich im Jungle. Du bist auch mal da. Dann spiel ich ja normal auf der Lane. Du dann vielleicht dann wieder oben und dann kommt der zweite mal runter, so wie wir es jetzt letztes Mal gemacht haben, wo wir so übelst oft gewonnen haben. Na, würde ich halt sowieso normal bis auf Floor spielen wieder. Ja. Vielleicht noch irgendwas zum Probieren irgendwie, ich weiß nicht. Mal irgendwas Verrücktes. Warte mal. Was ich mal probieren würde, mal, ich glaube, ich mir das leisten kann. Ich will dieses Katzenfieder nochmal kaufen. Absol.
Das kostet 10.000. Absurd. Ja. Schade. Ich hab nur 8 noch was. Aber du hast 900 von den Münzen. Von den Sternen, genau. War das abgegangen? So mit denen, ja. Aber es ist halt. Hast du dir halt mal mit Echtgeld irgendwie gekauft oder so? Ja, wo ich den Pass. Ich hab's auch gesehen. Das hat beim ersten Mal nicht funktioniert, ne? Da hab ich's nochmal gemacht, weil hatte ich die doppelte Anzahl von scheiß Münzen. Hab ich heute noch ein paar Buffs geholt hier so. Aber wenn man das einmal aktiviert, am Anfang kriegt man einen Bonus, dass man quasi doppelt so viele Punkte bekommt, ne? Nicht, dass es dann vielleicht daran lag, dass du so viele Punkte dann hattest. Das weiß ich nicht, das kann auch sein, ja. Also das könntest du dir halt auch darüber holen. Aber da würde ich erstmal raten, vorher in den Übungsmodus zu gehen und das Vieh auszuprobieren. Ja, das stimmt schon. Wenn ich die Münzen ausgehe. Das Wort ist, die Katze im Sack kaust. Ja, was könnte ich mir denn noch kaufen? Was ist denn noch übelst krass? Für den Jungle. Also Absol ist schon killer. Naja, besonders da die Items, die, also ich habe mal geguckt, das sind so fast die Items, die ich schon alle hoch habe auf Level 30. Ja. Deswegen, das Vieh würde halt perfekt passen. Dann machen wir jetzt mal ein Übungsspiel alleine einfach fix. Machst du mal so ein Ding, guckst du ein bisschen an. Wie ging das jetzt schon wieder? Musst du zurückgehen. Weniger. So, was war's doch, die Lobby raus. Das wird halt auch cool gemacht, dass du da wenigstens jeder spielen kannst und ausprobieren kannst. Ja. Und nicht so gezwungen bist, selber eins zu kaufen. Ja. Ja. Start. Einfach nur Übungsskill. Aber das spielt nochmal oder meine ich die Libero. Libero. No. Scheiße. Nee, kannst du es raussuchen, wie man es spielt. Du hast nur einen Zang mitgenommen. Ja, ich konnte halt nichts irgendwie ändern oder so. Fertig? Doch, doch. Los! Ich versuche mal zu spielen, so wie ich im Jungle spielen will. Ja. Du hast gerade schon gesehen, dass du dich mit 1000 gekrittet hast, einfach ist krank. Da stoppt halt auch schnell, ist halt eine Assassine, ne? Ja. Kennst du auch schon von dem Vogel und so, eigentlich. Ach, scheiße. Ich habe auch schon überlegt, irgendwie so ein krasses Spiel wäre auch, wenn man halt wirklich zu fünft spielt, mit doch normalen, echten Menschen, die man auch kennt. Und da so ein bisschen. Ja, keine Ahnung, zum Beispiel so zwei Leute im Jungle hat. Der eine nimmt den oberen Jungle, der andere den unteren Jungle. So, und dann ist ja auf der Lane, ist ja eine Lane alleine. Und da ein Verteidiger hinstellen, sowas wie Relaxo oder sowas. Einer, der halt einfach nicht so schnell stirbt und halt einfach nur die Linie halten muss. Der muss ja nicht mal irgendwie vorankommen, gar nichts. Hindert einfach nur die Gegner so ein bisschen am Farmen. Und chillt sein Bit. Und die andere Lane, also wie gesagt, ab und zu kommt er dann dort der obere Jungle vorbei und dankt, wenn es passt, dann machen sie halt auch noch einen Kill. Dann ist man auf jeden Fall aber zu viert bei der Krabbe und da oben dev die ganze Zeit weiter, also das wäre halt auch übelst gutes Gameplay, könnte ich mir nicht gut vorstellen. Schlag ist dann übelst, wenn ich die eine Fähigkeit mache. Hast du die Fähigkeit schon angeguckt, was man drauf spielen sollte? Oder? Ich scheife auch drauf, was man drauf spielen sollte. Ich spiele das so. Also ich probiere mal alles eigentlich aus. Das, was mir am besten dazu sagt. So. Also bei die Bärme. Boah, Alter. Weiß ich auch nicht, also habe ich auch nie geguckt, was ich spiele. Ich glaube, das, was ich gerade spiele, spiele auch immer. Also
Schon mal öftesten gesehen. Ja, aber sieht schon krass aus auf jeden Fall. Macht auf jeden Fall gut Damage. Klar, da platzt halt weg, aber die Bero halt auch, ne? Und die Berlo ist halt wenigstens Fernkämpfer, ne? Und mit dem bist du direkt drin. Oder Zeraora spiele ich auch manchmal, da bist du ja auch direkt drin. Direkt drin. In Bar. Noch Marie. Sag's doch, liebe, sag's doch. Schwalbe hat dieses R, das ist so krass bei Rotom einfach. Wo ich schnell das Rotom jetzt gemacht hast. Ja. Geh mal runter zur Krabbe, mach mal die Krabbe jetzt noch. Guck dir das mal an, wie lange du dafür brauchst. Kannst du alleine machen. Ich weiß auch nicht, ob die Psycho-Klinge die mir gefällt. Wenn die Monster vorbeirennen, das macht auch die Monster mit. Das ist doch nur ein Schlag für dich. Das geht schon mehr. Ich glaube, wenn du zu zweit oder so bist. Der Schaden ist schon krank. Als hättest du schon mal League of Legends gespielt. Die Ult war auf jeden Fall krass. Auch die hier, guck mal, wie schnell du sie weg hast. Easy. Stopp ich den mal lieber einen Trank. So, ich mal den oben nochmal ulten. Das ist ja, ob ich den mit einer Ult einfach so one-shotten kann jetzt. Der Level 8 ist und ich Level 12. Weiter so! Ja. Junge. Ja, doch. Also Mangle würde ich jetzt nicht gleich austesten, aber ich glaube, den werde ich mir holen. Weil der ist schon... Gefällt mir schon. So lange üben, bis du Zapdos machen kannst. Arschig. Macht doch übelst den Flächenschaden, ne? Sein Krallending. Zum Glück hat es einen Tank gehabt, ey. Das hätte ich schaffen. Nee? Jetzt war der Trank da. Na gut. Komme ich jetzt zurück. Hier kann man sogar Übungsoptionen machen. Was gibt's denn da? Ach hier! Ey, warte mal, ich will mal kurz was testen. Ich teste. Kann ich hier. Kann ich hier irgendwie alles löschen? Ich will mal die anderen Fähigkeiten. Ich glaube, das geht nicht. Schade. Ach so, warte mal, doch links war doch Level 1 oder so. Ja, 1 dazu, ja. Also hier kann ich das Vieh nicht Level hoch machen, nicht, aber... Ach so. Egal, scheiß drauf. Weiter so! Teste ich später mal. Holt ihr das einfach. Und dann... Machen wir noch ein paar Nomic Games. Ja. Kannst ein bisschen austesten. Mensch. Ich weiß gar nicht, wie ich rauskomme, ehrlich gesagt. Drück mal Plus. Dann mach ich gerade. Und Minus? Achso, drück mal Plus oder auf Einstellungen, da kannst du, glaube ich, dann irgendwo.
Irgendwo war's. Ach, hier verlassen. X. Da wegen 91 Punkte gemacht. Oh, es war doch knapp. Stimmt. Ich bin einmal gestorben. Durch das Vieh da oben. Also die da oben. Vieh die da, da oben. Oben. Da oben. Die da oben. Nochmal einladen. Wie deine Mama. Aber es ist halt wie es ist. Es ist halt wie es ist. Ist was willst du denn da machen? Was willst du da machen? Wir machen nichts. Was probier ich denn da jetzt aus? Sag mal! Egal, ich hab's aber noch nicht gekauft, ne? Ach so! Oh nein. Weil es gerade gespielt hat, das habe ich nicht angedacht. Aber ich muss auf Brett machen, ich habe vorhin schon eine Strafe bekommen. Kriegt man echt eine Strafe, wenn du hier nicht annimmst? Auch? Keine Ahnung, also ich habe vorne einen Arsch bekommen. Ich denke mal, ich darf nicht, also ich darf nicht zu oft machen sonst. Deine Meinung. Aber mach um Eier, verprügel sie alle jetzt. Los. Tu es. Ja, aber warte mal, wenn, was habe ich denn noch so, was ich noch nie gespielt habe? Die Vogel hier. Das hast du noch nie gespielt? Ey, warte mal, hier, das ist gerade, hier, ne? Scheiße, ich will mich damit auf jeden Fall irgendwas mit Crit oder so. Ja, ja. Nimm ich einen Stein oder das mit? Body Barrier, nimm Body Barrier noch mit, als Death-Item. Ich glaube, das bringt bei dir nicht. Also eine Schafklaue, hol die Schafklaue rein. Ja. Dann gehst du komplett auf Totenmodus. Ja. Oder Fokusband ist aber, glaube ich, auch gut. Ist halt auch ein Death-Item. Ja, aber das Vieh platzt eh weg. Ich glaube nicht, dass ein Death-Item bei dir hier ist. Geht nicht mit dem Item. Das ist ja eben das. Kriegst du mal so ein kleines Schild halt hinten drauf. Ja, aber ich habe den mal, ich hab das mal jetzt hier mit Bär zum Beispiel versucht. Das ist halt übelst lost, ne? Da lebst du halt 2 Sekunden länger und du machst so wenig Schaden dadurch weniger, dass du halt da trotzdem tot bist. 2 gegen 2. Ja, ich eigentlich. Also mit Gardevoir zum Beispiel platzt auch ganz schnell weg. Aber wenn ich es auf Gardevoir spiele, ist Killer. Damit überlebe ich halt. Ja, bei manchen passt ja. Aber zum Beispiel Libero, der hat so wenig. Und wieder einen Trank hat er mitgenommen. Ich krieg nochmal gar nicht. Ja, ich? Ach, scheiße. Aber hast du es jetzt schon gekauft oder was? Nee, hab ich nicht. Das ist gerade frei spielbar. Ja, haut's doch. Aber da kannst du die Fähigkeit nicht einstellen, ne? Wenn es nicht selbst dir gehört. Doch. Also die also. Ach, was ist das? Genau. Also die Objekte hier, die nimmt man das, Gegenstände, die du hier mitnimmst, die konnte ich auch einstellen. Nee, boah, das ist die Fähigkeiten nicht. Willst du automatisch? Ja, das weiß ich nicht. Obwohl ich allein auf der Botlane bin. Ach, ich hab einen Trank. Oh, das ist so blöd, kann doch keiner sein, ich. Das war schön. Ich wollte reinflächen, aber hast mal schön dran gezogen. Ja, moin. Oh, dann war's weg. Baby, Alter. Ach, wenn ich da reinspringe, kann ich da nochmal rausdashen. Das ist ja geil. Ja, moin. Ich war schon geflasht. Ach komm, ich geh mal zurück. Aber da Lieblingsmann gefunden etwa. Also
das lässt sich auf jeden Fall, also der erste Sprung, den muss ich noch übelst üben. Aber dann, ja, könnte es von Ibero knapp werden. Es geht vor. Und drauf. Und los. Aber auch zum zweit jetzt. Ach, das hat uns verarscht. Ich muss kein Text raus. Ich nehme jetzt mal die andere Fähigkeit, ich weiß nicht. Ja, das ist ja zum Ausprobieren. Hä, was war das denn? Ja, hat er jetzt halt nochmal gemacht, was er vorhin gemacht hat. Da kann so einen Wirbelwind auf dem Fußboden machen und dann ist es wie so ein. Oh ne, die Klinge wäre besser gewesen. Der Tiefschlag. Es ist wie bei Z ist es, glaube ich, bei LOL. Z kannst du auch so zu backporten zu diesem Punkt, weißt du? Z? Ja. Oder war das Z? Alter, mit Dosch machst du halt extrem weniger Schaden als wie mit der Psycho-Klinge. Ja, aber jetzt bist du halt Bescheid. Ja. Können Sie jetzt noch einen Zusatz in die Krabbe wieder? Und kein Schwein interessiert sich dafür. Dadurch, dass die ist der. Die sich mal ficken. Nur wie die alle rumrennen. Dschungel. Ah, nee. Scheiße, ey. Die Fähigkeit ist ja richtig los. Scheiße, da bist du verkackt. Gut zu wissen. Die wollen ja eh nicht gewinnen, so wie sie spielen. Oh, macht sich so unsichtbar, dieser. Gib alles! Nein, es geht vorbei, meine Ult. Ich bin schnell. Jawohl. Ich bin schnell tot. Ja, Limit testen. Hab ich den einen reingehauen. Limit testen. Ja, ist halt immer noch dieser Knosp. Ich glaube, hier ist aber der Stein besser als wie das. Weil hier brauche ich mehr das Autotech-Schaden. Daut schön ab. Ich dachte, er wollte wegrennen hier. Der Gegner, aber. Also, ich gehe halt wieder auf God of War, weil God of War ist halt. Also, Glurak ist halt eher tanky als God of War. God of War hat halt die meisten Damage, dem muss halt sterben. Halt. Müsste dringend aussortieren. So, ich habe jetzt die Ult bereit. Das tut aber. Okay, das war jetzt gar nicht so schlecht. Das tut auch. Also, ich habe das jetzt voll getroffen, da war da kurz irgendwie bewusstlos. Das ist ja doch nicht so schlecht. Los!
Who's your arms will be red. Ja. Oh nein. Wenn ich über einmal erwischt werde. Es ist eine reine Ausprobierung. Ja. Ja. Alter, Tiefschlag, da springt hinter die und tut den Kopf nur verpassen, dann sind die kurz betäubt für ein paar Sekunden oder so. Echt doch gar nicht so schlecht. Oh, dieser Lindert hier. Ja. Man kennt's. Ihr müsst hier drüben nicht auf die Bitch. Scheiße, drückt. Scheiß Klurak, fickt mein Leben, das wie's auf mich geiert, ne? Hauptreich kriegen sie. Gib alles! Hast du gut gesagt. Eigentlich müsste jetzt schon Level 13 sein, Du hast bei Zapdos ist niemand. Wieso denn das? Keine Ahnung. Da spinnt ja rum hier, das eine Vieh. Und ach. Lost, Alter. Einfach Lost. Komplett. Volle Kanüle. Fantastisch! 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 Das war sich betäubt. Wahrscheinlich war ich nicht nur den geschafft. Los! Dieser kleine. Juan. Wieso? Von Juan. Baby, baby. Oh, da kommt jemand für mich. Okay. Durak, ich hasse dich. Ich soll echt so. So fliegt das, hält sich um einen rum, ne? Das ist was Schlimmes. Dann wirft er dich nach oben, fliegt er mit dir nach oben und so. Das ist halt nicht mal so gut eigentlich. Ja, einfach nicht. Aber das erste Mal halt ein Champion gegen echte Spieler spielen. Verloren! Der countert ganz. Hä? Der countert dann einfach. Tank, ne? Das ist halt Tanky mit Damage. Viel Atmos war gut. Eine Lüge. Also. Für normal Games verhalten. Kleiner Bart, vor allem hätten wir mit unseren Charakteren gespielt, richtig krass und so, ne? Easy Freedom. Dann hätten sie noch höher gewonnen. So, langsam kommt die Müdigkeit durch. Jetzt müssen wir uns was überlegen. Wir könnten Ranked spielen jetzt. Mit richtigen Charakteren. Oder? Übst Absol jetzt noch 20 Mal. Ist doch auch mal was wird. Ja. Oder machen Ranked einfach mal. Passt doch. Jens haben wir auch mal gerankt. Ich wollte mal schnell pissen, wenn wir abbrechen. Oh shit. Oh shit. Ich sehe nicht mehr. Geht schneller, als ich bei mich. Ja. Ruhe.
Oder Rico eigentlich für eine Schicht? Spätschicht. Weil eigentlich immer Spätschicht. So. Vielleicht einmal alle 2 Wochen kann er eine Früh machen oder so. Also die Klaue sollte man spielen, dann Body Barrier und dieses Crit-Item, die Scope Lenser. Es wird empfohlen mit Psycho-Cut hier, also Psycho-Klinge. Ja. Wenn man das andere spielt, ne, eigentlich genauso, wird auch dasselbe empfohlen. Weil die Barrier ist halt so als beste Item einfach. Beispiel. Bist du da? Oh, ich war noch gemutet. Naja, ich werde ich muss den erstmal richtig testen und so. Ich meine, Spaß gemacht hat das schon. Aber hier den Sprung, weil da so ein Bogen springt, das zu treffen, das ist erstmal schwierig. Aber mit ein bisschen Übung. Ja, das wird schon noch. Das wird schon noch. So, können wir rein ins Ranked oder was? Na klar. Ranky, Mingy, Dengy, Wanky. Na klar. Rein da, in die Marie. Maria diesmal. Wir müssen doch mal an der Maria denken, nicht immer nur an der Marie. Mhm. Ich kannte nicht mehr. Ja. Ja. Deine Meinung. So, ein Ranked haben wir auch gewonnen. Ranked, wir müssen auswählen. Oh shit, bis davor. Ja. Das ist der schöne Jungle. Soll ich mit hoch oder runter? Wir haben es runter, hä? Oh. Komm hoch, da können wir uns selber steuern, wenn wir runter müssen. Da können wir uns absprechen. Aber wenn so eine kommt, ist wäre halt auch geil, wenn ich dann Totzock hätte. Will ich wechseln? Geht nicht, das ist wirklich schon ausgewählt. Stimmt. Ja. Oder. Ja, kein ja. Supporter oder. Das ist richtig, ne? Naja, brauchen wir auch nicht. Dafür haben wir Totzock als Tank und das mit drin. Ja. So. Weil ich als Torwart hätte auch bleiben können zum Deffen, weißt du was ich meine? Wenn die halt dorten, weil oben 2 Leute gewesen wären. Ich lese die Schokoladenpackung nicht auf, ich raste aus. Also nicht, dass ich die andere schon leer habe, aber das andere ist einfach eine Ladensorte. Achso, Milka, oder? Oh, scheiße, ich los. Nee, weiße Schokolade und normale Vollmilch. Das sind die geilsten, finde ich. So mit Nüssen und sowas komme ich gar nicht rein. Nougat und so. Ein Nougat gibt schon. Was ich geil finde, sind die Ritterspur. Da gibt es hier so nicht wie so Marzipan und so. Das ist echt geil. Ja, damals mal, aber. Die Zeit für den Scheiß. Oh mein Gott, sie haben es uns geklaut. Ich spiele auch hier wieder Dings da bei uns da oben. Geilst du Pokémon keinen Namen versprechen? Pisa. Komm mal jetzt mal. Jetzt hätte es gewusst. Ich wollte jetzt sagen, wenn er jetzt nicht umdreht, ist er tot. Oh.
Ja, ich habe gemacht, wieder geschickt. Da kommen da genau hoch rum. Ja, das passt halt bei denen immer. Die machen es halt richtig. Die machen es halt nicht richtig. Ich bin trotzdem, Junge. Warum kein Jungler? Na, der kam auch gerade mit. Naja. Zuzugucken, wie man das Spiel gewinnt. Der macht was. Hast du das gesehen, dass ich hier bin? Diesen Kreis rennen die Homos. Sagt man nicht. Oh. Ach, Scheiße. Warte ich. Hey, die geben wir doch trotzdem. Weiß nicht. Der macht die Heilfrüchte. Oh, shit. Jetzt meinst du zu viel. Jetzt hast du gegeiert. Geier, Meier. Oh, Meier, sagt man. Aber Daniel kümmert sich halt nicht um seine Monster, da muss man doch immer. Das ist halt echt so. Scheiß Ding. Gibt's halt eine reine Gönnung. Macho-Dings. Oh, jetzt bin ich gerade. Oh, jetzt hab. Oh, jetzt bin ich gerade Level aufgestiegen, ne? So ungünstig. Ach, hat das ein Glück? Oder auch nicht. Oh, einen konnte ich schon mitnehmen, oder? Scheiße. Hab beide hab's gegangen. Aber trotzdem guter. Also war trotzdem 2-2, weil die waren noch zu dritt. Mann, die sind unten zu dritt gegen zwei und schaffen es nicht. Mann. Ja, auf die Eier. Aber wir hätten schon wieder. Wir haben die Kappe schon wieder nicht, ne? Das meine ich ja. Da hätten wir auch unten sterben können. Mit. Was für ein da oben das Ding kriegen. Das ist krass, scheiß Taxi. Alter. Ich hab das Ding. Ey, wirklich. Das ist mir nicht spannend, kann. Sobald sie die Bandphase einführen, dann. Aber auch unser Jungler, ich weiß nicht, haben die Krabbe bekommen? Nee, ne? Ja, heute haben die bekommen. Also die Gegner, ja, ja. Aber das. Scheiße. Wir sind jetzt übel zusammenreißen jetzt, ne? Ja, wir müssen den nächsten Level direkt mit runter. Halt ultra fahren. Boah, mit der Soul hättest du alleine gemacht. Du bist weg, du bist weg. Ich hab doch den Heal des Todes. Achso. Mich von dem so komischen Teleport voll erschrocken. Wie ging das denn? Oh, da trifft er nicht mal seine Frau, ist das doof. Ich komme runter. Hä? Einfach gewone-shotet, Alter, das kann doch nicht sein. Wie hässlich muss man sein. Scheiße, jetzt verlieren wir die Krabbe, ey, weil unser ganzes Team tot ist. Ha! Outplayed, Junge. Oh nein! Haben die so gekriegt. Ja, alles gut. Krass. Hart rein, Kevin! Du bist das. Ich bin das, ja. Bolt. Cool.
Komm, Baby! Boah. Boah, der hat mich verprügelt. Seine Ult. Heilung, Heilung. Oh nein, mein Dings ist nicht durchgekommen, mein ZR. Platze du! Shit. Kann die Heilung jetzt gerade nicht mehr durch. Jupp, ach, K.O., na klar. Ich mach den Namen alle Ehre. Warum der so vorrennt, der Schatz einfach erwartet und er zeigt dir ein bisschen fahren, oder? Was macht der Gegner mit den 50 Punkten? Er spielt Rugby, glaube ich. Ob der weiß, dass er 50 Punkte hat? Keine Ahnung. Ich hatte noch, ich weiß nicht, na gut, noch nie würde ich jetzt nicht sagen, aber ganz selten mal einen guten Jungler im Team. Außer ich war der Jungler, ne? Dann ging's, sag ich mal. Also besser als zumindest alle, die wir sonst immer haben. Oh, Gengar ist hier. Er geht auf Angriff. Jetzt sind die alle oben. Ich dachte, dass die alle unten sind und will hochgehen zum Danken. Ich komme drunter, weil die Krabbe gleich kommt. Aber wir verlieren wahrscheinlich unseren Punkt oben, ne? 50 Punkte reinmachen. Scheiß machen, ey. Oh, die sind so zweit. Hilfe! Gib alles! Oh, wir haben doch das Ding gekriegt von Zapdos, ne? Das ist eigentlich optimal. Fantastisch! Dankeschön. Aber ich musste halt oben. Ich kann mir doch wieder nicht zum Danken, ja, das ist... Daurig! Oha! Kriegt ihr das? Na, na. Ja. Hilfe! Unter dir! Was ist denn da Hilfe? Rein und versucht die Punkte zu machen. Oh mein Gott, das sind einfach alle! Alle da gewesen. Was war jetzt dein Plan gewesen? Fantastisch! Zu überleben. Ich war fast low. Also ich war. Fantastisch! Und also wenn Zapdos Zeit läuft, musst du hin, die Punkte reinknallen. Wir haben um Zapdos gekämpft und dabei bin ich halt zum Schluss gestorben dann, nachdem wir Zapdos besiegt haben. Wie soll ich da punkten? Es klang gerade so wie so ein Vorwurf, warum ich dir nicht geholfen habe, und da einfach vorgegangen bin zu punkten. Nee, davor war es nur, dass da halt alle standen. Ich wusste es halt, weil ich da gestorben bin und es halt noch gesehen habe. Und dann halt zum Punkt gekommen, wahrscheinlich 30 Sekunden, naja. Doch. Müssen punkten, dann haben wir gewonnen, wenn nicht, wird's übelst knapp. Oh, die... Ich hab noch eine Ult. Die ich gleich zünden werde. Ich hab auch. Zünden. Sterb doch, du Scheiße! Mein Gott, Scheiße, ich komm einfach nicht zum Punkt! 5, 4, 3, ah, ich glaub nicht, dass wir 2, gewonnen haben. 1. Kampf vorbei! Doch. Krass. Gewonnen! Krass! Haben wir nicht verdient. Das war. Ja, wir haben viele Fehler gemacht. Zum Beispiel die erste Kappe haben wir gar nicht mit gerechnet. Ja. Und die Punkte abgeben. Das ist nicht gleich. Ah, ich sag mal, wir hätten besser spielen können. Wir haben jetzt nicht schlecht gespielt, aber wir hätten besser spielen. Wir müssen besser spielen. Master spielen. Du frisst dein Mikrofon gerade wieder irgendwie auf. Ist zu nah? Ja. Besser so? Ja. Okay. So. Hast du so einen Popschutz eigentlich? Nö. Top. Genau.
Ich wollte mal gucken, ob die, wenn ich rede, er hat auch. Ich kann das Mikro ja auch wieder ein bisschen leiser machen. Echt? Kannst auch nie ran. Jetzt hat jemand anders schon dieser Flur genommen. Was wollten ja alle, die hässlichen? Wir haben wieder keinen guten Gengar. Was sehen? Was sehen? Wir spielen mit einem Relaxo, der einen Trank dabei hat. GG. Wir müssen jetzt runter. Nimm ich jetzt Toto. Oder? Der hat jetzt gewechselt. Ja, nimm mein Gott. Ich bitte mach mal mit Trank, holt's mich weg. Soll ich Relaxo spielen? Oder Pummeluff. Ah, Pummeluff, genau. Oder die Krabbe. Oder die Krabbe, ja. Pummeluff oder Krabbe, such dir was raus. Mach die Krabbe, du kannst die mal rauspogen aus dem Punkt. Ja, kannst versuchen. Halt. Ja. Ach komm, Knüttelluff, oder? Wir haben noch nie wegen jetzt verloren, von daher. Noch, was haben wir? Ich hab behauptet. Einfach gelogen. In Klicks machst du alles. Als Titel nehmen. Und bis Ringed unbesiegbar. Und so. Ja, ja. Mach einen 999 von 1000 Spielen unbesiegt. Los! Oh Mann, Mann. Zu gut. Bist dich, Junge. Ja, schon. Ja, andere. Die Kugel. Sagst du immer. Hey, doch die Kugel. Ich wollte die Gas, die Kurzkugel. Ah, der kommt schon wieder hier. Ja. Kleine Kugel. Ich hab erstmal Nebulak gemeint, was. Boah, ich bin tot, gekriegt. Alter. Was ist da los? Hey, mach das Vieh tot. Ich versuch's doch. Mach das Vieh tot, wenigstens. Scheiße, wir müssen ja weg, wir müssen ja weg. Was passiert hier? Alles gezündet, ne? Das ist jetzt Flash, ey. Weil ich dachte, ich schaff es. Nee, haben wir glaube nicht. Na, ich will dann auch nicht wieder zu viel riskieren. Gut so, gut so. Boah, ja. Gib's mir, Baby. Scheiße. Ich hab nichts gesehen, ne? Der hat mich irgendwie gepindelt. Außer deinen Schlag, den hab ich gesehen. Sauri. Komisch aus. Und unser Gegner kommt auch. Aber macht halt nichts. Da geht er halt auf die. Ja, ja, ist okay. Er geht halt lieber auf die Bienen, anstatt uns zu helfen. Das kannst du keinen erzählen. Weil die wichtig sind, das wisst ihr ja, das wisst ihr ja. Die schläft ein. Jawohl. Warum ist schon wieder wahrscheinlich? Jetzt schläft sie für immer. Mein Pokémon sterben nicht. Das sind unsterbliche Super-Pokémon. Oh, hier noch einer, noch einer. Darf man nicht. Das Ziel hätte ich jetzt zum Beispiel auch mal ein Libero-Gameplay oder sowas schreiben können. Fällt mir gerade so auf. Ein. Was? Was? Als Titel. Als Titel. Oh, ja. Die Bär. Oh, ich muss auch noch kommen. Kannst du immer noch was machen? Ja, zwei Fall. Könnten wir mal meine Mods machen, aber naja. Oh, du stehst ein. Was ist das? Der Flip schläft am besten. Bam, Junge. Ah. Ich hab auch ganz kurz wegflasht. Fast wäre tot gewesen. Ich heil mich kurz, geht. Bienen machen, Bienen machen, Bienen. Oh, da kommt ein Jungler. Ja, die Bienen kriegen sie jetzt, aber ist egal. Ich hier unten. Team! Wir haben keinen Bock. Da kommen sie alle hier reingelaufen, geil. Das ist gut. Du musst alle wegslippen. Aber ich bin auch gestorben. Hallo, rappen die es nicht? Kommt die jetzt mal runter?
Alter. Aber immer noch nicht, ne? Das meine ich halt wirklich. Wenn wir beide halt unten spielen, haben wir halt verkackt, weil wir dann immer auf uns beide alleine gestellt sind. Wir haben es noch nicht angefangen. Ich bin fast tot. Ja, die auch? Jetzt kommt mal einer, hey. Muss dir das Team zweimal ficken, damit er endlich mal hier runterkommt. Das kannst du keinem erzählen. Kannst du einfach keinem erzählen. Das ist unser Gengar, ja, okay. Ja. Brauchen gar nicht hoch. Den Danken gehen, das schaffen wir eh nicht. Kleines Freund, bitte. Jetzt habe ich das Spiel verstanden, wir brauchen einfach immer einen Gengar im Team. Hier kriegen es halt gerollt. Warte mal. Haben sie doch vorhin eigentlich Punkt nehmen wollen. Nächste, der nächste. Ja, ein Lucario durch die Hüte. Oh shit, er hat gedodged mit seiner Ult. Stopp trotzdem. Sterben alle! Sterben alle! Immer werde ich ganz müde wahrscheinlich. Kill die einfach, wenn die jetzt weiter hinterher sind. Ah, fuck, mein Dash. Eine Sekunde, Junge. Ah, eine Sekunde, da ist beide noch gefickt, ne? Ah, sieht trotzdem gut für uns aus. Die haben oben wie unten nicht mal ein Ding bekommen. Wir haben schon beide, oben und unten. Wir haben schon beide Dinger bekommen. Mach's doch, wie es ist. Ja. Weil wir die Dinger Meister sind. Ja. Bring dein Ding. Bring den Ding. Da oben. Ding, ding, ding. Schöner Ding. Wir müssen mal ganz dringend runter. Team? Oha, Gengar ist da, Gengar ist da. Er will's gewinnen. Maruma ist da, er will's auch gewinnen. Chill, ich bin unterwegs. Ich bin wie Sanko, komm immer zum Schluss. Fix alle weg. Und sterb! Nicht! Oder doch. Das blaue Vieh ist immer noch so ein bisschen zu mutig. Oh, der überlebt das! Keine Ult mehr einsetzen. Meanwhile, Bisaflor, irgendwo im gegnerischen Jungle. Ja, scheiß auf den. Wir sind solo eigentlich. Auch nicht. Solo? Aber sind alle da halt. Jetzt haben sie es halt auch. Jetzt haben sie es halt auch. Jetzt haben sie es halt auch. Das ist halt auch. Ah, scheiße. Einen nehme ich noch mit. Komm runter zu sterben. Das ist halt so dumm. Auf dieser Floor ist halt wirklich, alle sind halt da, ne, von denen. Ich frage mich, das muss dir doch auffallen, dass alle, dass keiner auf denen seiner Lane ist, unser Team komplett weg ist. Dafür habe ich jetzt geultet. So viel Punkte, ich habe einen Punkt, ey. Scheiß auf den da oben, das ist zu mobil. Mit meinem Bisaflor und dann so eine Krütze, ey. Boah, da hat er halt fast. Die Halbblatt. Weiter so! Was hat der mit gewesen, ey? Guck doch mal, was der macht eigentlich. Spielt ja eigentlich gar nicht mal so schlecht. Der hat nicht verstanden, wer der ist. Hä? Wer? Dieser Flor. Ja,
Eisbucarino. Jetzt sind die so krass. Weil. Ach, Scheiße. Komm, das haben wir jetzt wirklich verloren. Keine Chance mehr zu fangen. Fantastisch! 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 Achtung! Fantastisch! Schade! Fantastisch! Mittlerweile sind so viele, dass ich mir auch noch drei wegplatz. Also zweit auf einer Lane, also zumindest beide unten, das hat irgendwie noch nicht geklappt. Müssen, einer muss irgendwie noch woanders spielen, damit wir halt dann immer beim Krabbenkampf zu dritt mindestens unten sind. Dann machen wir das so nächstes Game und dann sind wir trotzdem zu zweit und dann, wenn das der Fall wäre, dann kannst du dem Team aber nicht mal helfen. 2, 1. Du machst einfach. Kampf vorbei. Am krassesten wäre, wenn einer von uns Jungle spielt und einer oben. Weil dann können wir beide runtergehen und wenn die dann unten gerade unten bleiben, dann sind wir halt zu viert immer jedes Mal unten. Das stimmt. Das hatten wir das letzte Mal auch immer gemacht, aber halt ohne drüber nachzudenken. Weil, obwohl wir ja schon sowas wie Ultra und Elite spielen, ne, haben die es halt immer noch nicht verstanden. Nee, das spielt ja auch Hype, die Hyper-Edo spielt ja trotzdem noch mit. Ja, aber das ist aber trotzdem, selbst Hyper sollte man verstanden haben, oder nicht? Nee, da kommen sie alle hin. Aber das ist aber dann auch dumm gematcht, ne? Also warum tut man eine Ultra mit einem Hyper zusammenspielen lassen? Weil zu wenig Spieler vielleicht oder so, genau. Ja, das kann sein. Aber jetzt, das Spiel ist halt noch nicht so lange draußen halt, ne? Das jetzt einfach mal irgendwie alles umändern. Das ist halt ein Prozess über Jahre sowas. Mhm. Ist ja aber lol, was die da gemacht haben. Beziehungsweise nicht gemacht haben. Ja, LOL ist dann wieder zu krass. LOL ist wieder so ein Spiel, da kommst du als Neueinsteiger, wenn du nicht gerade 12 bist, den ganzen Tag Zeit hast, wenn du nicht jeden Tag um 1 zu Hause bist nach der Schule und bis abends um 8 spielen kannst, kommst du da nicht mal rein. Ja. Also zumindest nicht so, dass du mal in eine höhere Elo kommst. Hat, traurig! Boah, jetzt hat dieser Frosch sich schon oben gemeldet. Oben gemeldet. Sei egal, du brauchst ja eh noch einen zweiten Spieler. Aber wenn ich schon aggressiv bin, dann muss mein Adi auf der Lane ja nicht noch irgendwie noch so ein krasser Motherfucker sein. Denkt mir halt gut, aber es macht halt wieder keiner. Okay, spiel ich halt Blutzock. Das vermisse ich halt auch noch ein bisschen. Ich hoffe mal, dass das irgendwann mal kommt. Du hast da von ein Team mit dem Pikachu voll aggressiv. Und das andere Vieh, ach komm. Dass man hier die Rollen auswählt, ne? Was man spielen will, halt so ADC, Support, Jungle und sowas. Und so, warum machen wir, wenn du 1000 Spieler hast? Naja, Alter, ach so. Deswegen sage ich, dass das irgendwann mal hoffentlich mal kommt. Aber das Spiel muss halt auch hier ausgebaut werden, damit noch mehr Spiele angelockt werden halt. Naja. Ich überlege, gibt jetzt hier ungefähr 900 Pokémon oder sowas, ne? Und die haben ja vielleicht 20 drin. Ja, kannst auch nicht 900 Champs machen, das wäre auch zu krass. Ja, das machen die aber. Ja, das ist zu übertrieben. Geht ja auch nicht, weil die mit den 900 sind ja die Entwicklungen auch gemeint, ne? Los! Naja. Aber auch so, also alle kannst du eh nicht betreiben. Guck mal, bei League of Legends kann man 100, das ist nicht 55 oder so. Also das heißt gerade mal, das reicht ja schon. Ja.
Aber das meine ich halt, die meisten haben auch drei Entwicklungen, ne? Wenn du jetzt halt 100 Gems nimmst, mal 3 hast du auch schon 300 Gems, also 300 Pokémon. Ja, 100 ist ja okay. Oder auch 150, oder auch 200, so. Also jetzt ohne den Entwicklungen. So, das waren halt 20 Supporter, 20, also von jeder Rolle halt so 20 Pokémon. 300. Johanna, die werden das schon machen. Ja. Das sind ja kreative Köpfe eigentlich da. Kurz unten aufgeräumt, jetzt komme ich mal hoch. Ist schon wieder. Der Jungle ist entweder da, wenn die Bienen da sind, wie es halt sein soll. Nee, kann auch nicht sein, weil ich bin Jungle. Ja, der Gegner ist ja. Achso. Feedet auf jeden Fall einfach rein. Also sind sie beide richtig reingefeedet. So, ich hab 30 Punkte, ich müsste mal punkten. Warum guckt er nicht mit? Ja, mitgekommen, hä? Oh, ist vorbei. Ja, jetzt kann er sich mal ficken, Alter. Hau ich halt ab. Ah, ist so Lust, ne? Wir hätten mal punkten können. Scheiß auf den. Unten, die habe ich jetzt schön vorangebracht. Also wenn sie jetzt nicht mal, also jetzt, die dürften keine Probleme haben. So schnell. Aber die Kappe ist da. Und ich wollte schon wieder hochkommen, ne? Ich habe schon nicht aufgepasst wegen der Kappe. Ah, wir haben sie bekommen, alles gut. Ich aber auch nicht. Das darf uns nicht passieren. Es ist mir vorher auch nie passiert. Ich weiß nicht, warum das jetzt so auf einmal so ist. Keine Ahnung. Wahrscheinlich damit zu sehr abgelenkt, wie unsere Mitspieler spielen, dass ich mich darüber aufregen muss. Ja, Denker. Weil das auch ständig unsichtbar ist, dann taucht es auf und macht den Schaden des Todes. Das ist immer noch da, ne? Ich hab keine Lust hier. Ich gulde, hätte ich vielleicht überlebt. Was machen die denn? Wieso verkauft der mich denn jetzt? Du hast 40 Punkte, du scheiß Freak. Ich hatte übelst viele Punkte gehabt. Der Frosch, Alter, geht da einfach zurück. Ja, das hat er vorhin bei mir auch gemacht. Ich wollte auch mal, ich hatte 30 Punkte von 30. Ich wollte punkten, auf einmal rennt er wieder zurück. Ja, ich bin schon unten.
Gengar kommt. Oben ist Lucario, stirbt halt jetzt so. Mega. So ein dämlicher Hund, ey. Das ist nicht geflogen. Mit einer Attacke. Das Schwein. Das geht was mit? Sehr gut. Oh, fuck, ich wollte gerade. Oh, dass ich immer noch ein Reichweite war von dem, ne? Oh. Ah, ich glaube nicht mal, dass sie uns aufhalten können. Das ist ja krass unterwegs. Oder? Man nimmt noch 5 mit. Der Heal des Todes. Pack mal mit Kindern, Alter. Killer. Ich bleibe eine Scheißmaschine. Eine Waschmaschine. Wegen der Wäsche, weißt du? Wiegens, wie kommt hoch? Ich warte ja schön im Push. Weiter so! Oh, ich muss ihm helfen, ich muss ihm helfen. Runter. Okay, ganz Klurak. Also, ich komm halt nicht weg hier. Der Frosch, Alter, ich bin wieder so gefeedet, ey. Ich weiß, was die da oben gemacht haben. Ich komm einfach nicht weg. Ich bin wegboten und hat hier Sekundentakt angegriffen. Schau mal, das verzappt das noch, das Vieh. Ja, die jetzt garantiert nicht mehr. Endspurt! Weiter so! Mann! Das Gengar geht mir übelst auf den Sack, man. Das blutet halt übelst viel. Fantastisch! Ja. Wir alle punkten können, das vorbei für die. Fantastisch! Jetzt gedrippelt, Alter. Fantastisch! 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 Das ist durch Buggy Barrier, das ist so krank. Kommt einfach nur mal ein Schild einfach. Ein geiles Gefühl, so Lucario einfach zu verprügeln. Weil es oft genug genau andersrum ist. Ah, Gengar. Das ist ein bisschen outplayed, wa? Eigentlich müssen wir jetzt nur noch deffen. Mehr müssen wir gar nicht machen. Mal schauen, wir mal 80 Punkte hinten rein, weil die nicht aufpassen. Na, oh, ich hab den falschen Knopf gedrückt. Echt? Komm schon gar nicht mehr. Ja, das haben wir wohl gewonnen, wa? 5, 4, 3. Oh, da tut's mich ultra, ich hätte mal zu punkten. Zu sterben. Ui, fast die 1000 sogar, krass. Ah, das war mal gar nicht mal so schlecht.
einen Punkt mehr hast du, ne? Wie ich. Boah. Also einen Punkt? Ein Punkt, die letzten Punkte hier. Na, wir haben schon gut reingemacht, ja. Ja. Aber das war mal echt ein geiles Game, obwohl es schon wieder viel zum Aufregen war. Aber so ist es halt am besten halt, ne? Einer da, der andere da. Es klappt immer am besten bei uns. Ja. Das stimmt. Auch mal bei uns. Freilich. 7-1. Muss ja. Muss ja, Meister. Es ist schon einer im Dschungel. Geh ich halt runter. Ja. Pummelhof oder so ein Steinfeuer oder irgendwas Tegeles würde ich schon fühlen, ja. Aber na, das ist schon, ja. Oh mein Gott, kann ich jetzt noch umändern? Nee, ich weiß, ich schaff's nicht. Hab ich gemacht. Hab ich jetzt. Also jetzt Totok genommen? Haben wir jetzt Totok ausgewählt? Nee, jetzt. Pflanzenvieh. Oh. Karte war es ausgewählt worden. Ja. Das ist falsch. Bei mir stand da, dass es noch Totok geklappt hat, weil das Bild geändert hatte. Naja. Wir wollten einfach nicht, dass es Totok spielt. Ist ja nur Ranked. Ey, guck mal, die Gegner haben Tränke mit, also bitte. Re-win. Free winnable für die. Verdammt, hier. Ringe wird gepusht. Bis die jetzt so bis broke sind. So kleiner. Oh, der Typ ist schon wieder lost. Oh, meine Aue. Kommt nicht mit nach oben. Ey. Ich verstehe es manchmal auch nicht. Naja. Sieht man hier mal Frost-Elo bleibt. Nicht mal, wenn ich angegriffen werde. Aber irgendwie. Das hat sich hier überhaupt gar nicht reingeführt. Warum hat das so 1 Million Schild? Wieso sind denn die alle so blöd und helfen mir nicht am Anfang? Wir könnten die am Anfang sowas von One-Shotten. Also, nee, One-Shotten, halt überhaupt. Ja, auf jeden Fall. Easy. Mit ein Auto-Attack. Ganz normaler Motor. Zack. Da fiel jetzt schon wieder hart rein. Ich werde hier wahnsinnig schlafen. Mensch, Leute. Oh, da hat mir wirklich gestorben. Das ist. Lass mich doch in den Dschungel. Guck mal, war der Jungle einmal mal unten. Der kann doch mal oben mal kurz 2-3 Kills holen, dann kommt er wieder mit runter. Nee. Wenn ich wollte ein Tank spielen, spiel halt einfach das komplette krasse Gegenteil. Schlimmer als das ist ja gar nicht mehr. Also, das ist
Fressler oder wie es heißt, geht's ja gar nicht mehr. Der Inbegriff von Platzen eigentlich. Wir müssen auf die Schilde achten. Ja. Wir müssen dem Scheißvieh auch einfach mal beim Namen nennen, damit wir das einfach mal reinkriegen. Karl Malm oder. Karl Malm. Nimm doch einfach Kali. Einfach Karl. Karl, Karl. Dann ist mich eigentlich Karl. 10 Sekunden bis Karl. Oh, ich konnte so knapp raus teleportieren. Oh, Baby. Yeah. Was ist denn heute los mit mir? Wir müssen noch mal rein und nicht raus. Ja, ich hab dabei einen getötet halt. Und hab's ein Millimeter Leben überlebt. Aber mein anderes Vieh viele die halt hart. Ja, ist wieder. Läuft gut. Oh, wow. Oh, Hilfe. Ist er tot, oder? Ja, so ein bisschen. Aber ja, doch alle da sind, ja. Im Gegensatz zu unserem Team wieder. Klassiker. Ist halt echt so. Und zack, dann gehört der Dschungel mir. Ja, ich auch. Ich würde so hart halt Dingsen. Farm ist mir egal. Anders gewinnt ja. Das Ding auch, wenn du das nicht weißt. Der unten feedet halt hart rein. Da muss ich halt irgendwie gegenwirken und mich halt fahren, wie so ein Bekloppter. Der Ohr macht bei oben 40 Punkte rein, das sucht halt ja einfach auf niemanden. Jetzt gehen sie alle runter. Guck dir das an. Ist nichts ab oben. Unten. Freilich machen die das. Alter. Wollen trollen. Oh, es hat meine Ult gedodged, Alter. 20 bis Karl. Aber auch 14 bis unten, ne? Hä? Achso, ach, du meinst Karl. Ach ja, oh, siehst du? Weiter so! Siehst du, da geht's los. Da geht's schon los. Jetzt hab ich geultet, bevor überhaupt irgendwas da war. Ich hab auch keine Ult mehr. Ich hab geultet und die hat das irgendwie gedodged, das Pummel auf Mistschwein. Irgendwie rausgefischt. Ey, zum Glück haben wir mich im Team. Guck dir das an. Unser Jungler. Herzlichen Glückwunsch. Oh, mein ZR ist nicht mehr durchgekommen. Der hat ein Damage. Ja, weil der Blaue auch hardcore reingefeedet hat unten. Da rennt immer. Da kommt wieder und rennt direkt in die Gegner rein, ne? Gib den nicht. Mal bei dem Vieh zu helfen, bei dem Rotom. Farm unser Jungle halt auch einfach nur irgendeine Grütze ab. Ich verstehe es nicht. Brauchen halt, wir dürfen sich drüber aufregen, das bringt einfach nichts. Ja, das lenkt halt immer wieder ab. Ja. Oh. Oh, ich bin tot. Egal. Ich hatte schöne 40 Punkte. Weil das sind auch 40 Punkte.
Und Absol farmt seine 28 Punkte. Hauptsache, das ist wichtig. Aber fucking Vollidiot. Siehst mal, wenn ein anderer Jungler ist und Jungle auswählt, scheißegal, ne? Ich will trotzdem Jungle auswählen gegen Jungle. Doch geschissen. Ja. Wenn er sich verpisst. Weiter so! Ist so. Bringt einfach nichts. Bringt sonst einfach nichts. Wir haben zu viele Idioten in einem Team, die nicht wissen, wie sie spielen müssen. Guck mal, wie er reinrennt wieder. Alleine. Können die gar nicht voll haben, so schnell wieder vorrennen. Dann rennt er vor und sterben. Da, da muss safe spielen. Aber jetzt. Guck mal, was der. Ey, der Typ, Alter, macht mich fertig mit Jungle. Na, Jungle und Lucario, oder wie das Vieh heißt. Boah, da hat aber Pikachu gerade gebumst. Ja, wenn das erwischt, dann klar macht er Schaden, ne? Falsch, wozu zu sagen. 11 Sekunden kommt es. Zappt ein Vieh. Also tappt den Streich. Oh, Lucario wieder gegen 2. Nimm da den Kampf. Nimm da, warum nicht? Endspurt! Warum nicht? Weiter so! Die sind alle beim Deffen. Oh, Alter! Ach. Hä, kann das Pikachu den diesen dieses Netz dann immer noch im Late Game machen? Eigentlich nicht, ne. Ich frage mich schon mal, von was ich schon wieder CC bekomme. Das ist echt dauernd. Oh, schaffe ich das noch? Wahrscheinlich nicht. Ja, ich bin falsch gesprungen. Die haben es bekommen, oh, die, ne? Ja. Die holen jetzt gut rein. Steff unten. Fantastisch! 100 Punkte eigentlich, ne? Ja, schade. Schade, schade. Nochmal 100. Oh, scheiße, ich bin nochmal 100. Ah, ist aber verloren. Fantastisch! Gib alles! Zap, das ist eigentlich immer so ein Win und. Die haben. Obwohl wieder. Ach, naja, egal, scheiß drauf. Absol ist hohl. Da. Jetzt wollte ich aufgeben bei 14 Sekunden. Das müssen die hier auch noch ändern, dass sie auch die Tote anzeigen, damit die anderen merken, was sie falsch gemacht haben. Hier, guck mal, Absol wird sogar als bester Spieler noch abgestempelt. Naja, aber dass er vielleicht 15 Tote hat, ne? Ja. Und dadurch das gegnerische Team gefeedet hat, das steht halt nicht da und das meine ich halt. Genau, ja. Der denkt, er hat das alles richtig gemacht. Ja, ja. Aber der schlechteste, nächste Spieler gewesen, weil er halt einfach nicht im Team spielen kann. Ja. Was bringt denn diese 2 Punkte Farm? Ja. Hätte er uns geholfen zu danken, Alter, das wäre viel krasser gewesen. Ja, oder mal bei der Kappe rechtzeitig gewesen. Du musst halt diesen. Wenn Zapdos kommt, musst du eigentlich im Teamfight überlegen sein, so. Aber wenn der welche hast, die ganze Zeit feeden und das Team so stark machen, dass wir halt den Zapdos-Feld verlieren, das ist halt schwierig. Ja. Wir hatten gesagt, unser Ziel ist halt bei Zapdos Level 13. Ja. Und mit Level 13 hat man meistens noch diese Fähigkeit plus, ne, die nochmal verbessert. Ja. Dann ist man schon mal krasser als die meisten im gegnerischen Team, die halt das nicht so vor Augen haben mit den Level 13. Ja. Da hat man eigentlich auch immer gesagt, so ab 13:30 nicht mal ulten, damit man halt bei Zapdos die Ult hat. Genau, das muss ich mir immer mal wieder angewöhnen. Das habe ich
jetzt hätte ich die Ult gehabt, aber ich bin halt sofort weggeplatzt. Ich habe jetzt CC abgekriegt, also die Teamcomp, die sie hatten, die war noch übelst krass, finde ich. Ich weiß nicht, von was ich das gestunt worden bin. Ich brauchte halt nicht so ein Guard of War, halt. Das war ja, gut. Das stimmt schon. Aber ich sag noch, mein Bildschirm wird es angezeigt, dass es Turzok genommen hat. Ja, bei mir hat es von Anfang an Guard of War angezeigt. Naja, egal, passiert. Ranking, Alter! Wo stehe ich denn jetzt im Ranked überhaupt? Bin ich schon kurz vorm Abstieg? Na, eigentlich genau da, wo wir angefangen haben. Aber wenn wir jetzt verlieren, ich glaube, ich halt nicht auf die Mappe. Ich glaube, ich lasse es lieber für heute. Ich werde mal bei der Weile, ich muss aufsteigen schon mal. Und wenn wir sind auf Ultra schon mal. Wird es noch 3 gegen 3 spielen, oder? Ja? 3 gegen 3 noch weiter spielen, oder? Wir wissen nicht, keine Ahnung. Okay. Bei mir ist egal. Eigentlich reicht's heute. Ich gucke jetzt noch ein bisschen Serie, da muss ich auch schon wieder pennen. Ja. Sonst hattest du immer Nachtschichten, ne? So die letzten 10 Jahre. Ja. Jetzt bist du immer der da ins Bett muss. Ach, also ab nächste Woche ist er auch wieder anders. Nee. Morgen ist meine letzte Frühschicht für immer. Für immer? Immer. Na, ich hab halt, dann in der Filiale und da haben wir ja früher immer den Schichtleiter, den Rentner. Das heißt, da kann ich ja nur spät machen, außer einmal die Woche vielleicht früh, aber den Wechsel will ich mir nicht antun. Ja. Und Rico und so, die freuen sich, dass sie mal früh machen können, von daher nehme ich mich da gerne zurück, dass die anderen das machen können. Ja. Wenn du immer nur früh hast, dann ist Frühschicht geil. Weil das früher Aufstehen, das ist nur eine Gewöhnungssache. Da gewöhnt man sich schnell dran. Ja. Das ist halt schnell, aber wenn du dann den Rhythmus einmal drin hast, dass du so abends um 10 ins Bett gehst, bist, hast den ganzen Tag noch voll vor dir, bist nicht so kaputt und sowas, ne? Das Schlimmste an der Frühschicht ist halt wirklich, wenn irgendwelche Kumpels, mit denen ich zocken will, mit dir zum Beispiel oder sowas, ne, du hast dann eine Spätschicht oder eine Nachtschicht oder sowas. Und ich häng dann da alleine nach meiner Frühschicht und denke mir, geil, jetzt können wir zum Beispiel wie jetzt, ne? Wir können jetzt ein bisschen spielen und jetzt muss ich auch ins Bett. So, bei euch fängt der Tag dann erst an. So, weißt du, was ich meine? Das ist halt immer dann frustrierend. Dann denkst du, jetzt kannst du schön mitzocken und so. Und muss ja früh raus. Ja, ich weiß, das ist da. Das ist auf jeden Fall ein Nachteil. Lieber spät, da kann man auch mal länger pennen, kann man irgendwas machen in der Nacht. Wenn man weiß, man hat irgendwas zu erledigen, kann man das ja vormittags machen, bis mittags, früh Nachmittag, wann auch immer, und abends gehst du halt ackern. Ja. Das ist schon. Selbst wenn man dann halt auch am nächsten Tag bis 13 Uhr oder so pennen, dann hat man auch so das Gefühl, dass der ganze Tag irgendwie weg ist. Na, Nachtschicht meinst du jetzt? Also normal Spätschicht halt. Wenn man halt dann noch dementsprechend zockt in der Nacht oder irgendwie wach bleibt in der Nacht. Ja, Spätschicht, also da penne ich immer so lange, dass ich kurz aufstehe und auf Arbeit gehe. Da bleibe ich aber auch bis früh um 6 oder so wach, ne? Das ist halt der Unterschied. Ja. Aber Nachtschicht halt, komme ich früh um 7 nach Hause. Meistens, also anfangs gehe ich auch gleich so um 8 rum ins Bett. So. Weil ich halt komplett kaputt bin. Und dann stehe ich halt auch so 14 Uhr oder so, ich weiß nicht, so ungefähr auf. Aber da am Freitag, also das verschiebt sich aber immer mehr, ne? Also es gibt auch dann mal, gab auch schon Tage, da bin ich dann bis nachmittags um 1 aufgeblieben und bin dann abends um 8 aufgestanden. Ja. Also im Wechsel ist halt immer heftig irgendwie. Ja, irgendwie schon. Vielleicht soll ich mir das Kutumi auch mal noch holen, irgendwie? Ich weiß nicht. Was für ein Ding? Kutumi und diese Blume, diese Pusteblume.
Ja, was kann die denn? Na, heilen, supporten. Also ich fand die bis jetzt immer ein bisschen lost. Ja, wenn die halt eigentlich gut mit der spielen können. Aber wenn ich die als Gegner hatte, jetzt im Ranked oder sowas, war die halt immer auch gut und besiegbar. Also man hat nicht gemerkt, dass sie halt Damage macht oder so, aber die hat halt immer guten Heal gehabt. Und die kam übelst oft davon, weil die halt schnell und mobil war und fliegen konnte und keine Ahnung. Das stimmt, ja. Ja, also die war vorne, also bei vorn war die echt nervig, wo wir die mal hatten, aber sonst so. Das ist ja auch gut für mit Libero, dass man Libero halt irgendwie hochheilen kann und sowas halt, dass du ja dann über längere Zeit irgendwie Damage auszählen kannst. Das könnte man ja irgendwie auch mal ausprobieren. Aber du kannst ja auch gesagt erstmal gerne Absol angucken. Ja. Später mal, ja, denke ich. Kann das so ein bisschen Ranked, glaube ich, spielen. Ja. So dieses, weiß ich, Normal Games. Echt teilweise so los. Ja, aber es gerade immer, es fällt mir meistens immer auf, wenn ich mit jemandem zusammenspiele bei den Normal Games. Wenn man alleine spielt, geht's immer. Also, es ist aber so, dass die dann, denke ich mal, auch die Gegner halt dann auch würfeln, dass die halt auch zusammenspielen irgendwie. Kann sein. Natürlich, um das auszugleichen, knallen die uns natürlich irgendwelche Lappen mit rein, weil die denken, dass wir dann halt überkrass sind in den Game. Kann sein, ja. Ist halt auch bei LoL schon so gewesen, die versuchen immer einen Ausgleich irgendwie dafür zu finden. Aber es klappt halt nie. Na, LoL hast ja wenigstens schon mal so die halbwegs gleichen Elos. Aber. Also bei uns klappt es halt nicht, weil wir aber auch. Also man kann schon. Guck mal, die ganzen Master-Spieler, die Masters sind, ne? Wenn die haben, weiß ich, viele Streamer von denen. Oder auch hier Grandmaster-Spieler. Die haben ja mehrere Accounts und die fangen auch von der untersten Elo an und sind ratzfatz sind die wieder Grandmaster. Weil die halt solche Spiele halt komplett alleine carryen können halt. Ich habe auch oft einfach loste Spieler drin, die einfach genauso wie wir. Bloß wir sind halt nicht so krass, dass wir halt so ein Spiel carryen können. Die können das halt. Also es geht schon, aber du musst halt dann übelst krass sein halt. Du musst übelst das Makroplay haben, du musst die Mechanik musst du übelst drauf haben bei den Champs. Aber da musst du dich halt, da musst du das Spiel halt schon studieren. Und da habe ich halt keine Lust drauf bei dem Spiel. Amen. Ein bisschen U weiter gucken. Ja, ich geh mal schnell pinkeln und dann werde ich hier mal ein bisschen hochranken. So auf. Dieser. Keine Ahnung, was nach Master kommt. Einfach mal Grandmaster gelevelt, obwohl es nach Master gibt. Ich stelle mir vor, die machen das so nach Master, wenn du dann 1000 Punkte hast oder irgendwas, keine Ahnung. Dann kriegst du eine Pokémon-Edition freigeschaltet. Dann würden wir alle zocken, Alter. Pokémon United Plus. Oder wenn du Level 1000 hast bei Master, dann hast du alles freigeschalten. Alle Items auf Level 30, alle Pokémon. Und dann kannst du selbst YouTube spielen oder so. Ja. Madara, moin. Grüße. Alter, dein Follower-Button wieder. Oh. Ja, müsste man auch mal ändern vielleicht. Wie geht's? Ja gut, und dir? So weit, so gut. So, Juhu. Was man auf jeden Fall auch mal tun könnte, wäre halt wirklich, Es kostet nur übelst viel, ne? Es kostet echt. Backup-Blatt, ja, genau. Also 50 Euro für so ein Game auszugeben, ist ein bisschen zu heftig, finde ich. Ich habe halt lange drauf gewartet auf das Spiel, also von da ist es für mich halt kein Problem, aber. Auch gut, sehr gut. Sehr gut. Ja, ich habe das mal, da war ja mal eine offene Beta gewesen vor, weiß ich nicht, einem Monat oder so, da habe ich ja mal ein bisschen zuguckt. Das ist schon geil, du hast auch ein Skillsystem irgendwie, ne? Ja, du hast auch so Kartendecks quasi, dass jeder Runde halt individuell
verläuft, dass du halt mehrere Runs machen kannst auf einer Map. Mhm. Also du kannst einmal beim einen Run läuft es halt halbwegs normal ab, dann wenn du das nächste Mal dieselbe Map machen würdest, könnte passieren, dass du halt auf einmal kompletten Nebel überall hast und so, dass du halt das Feld gucken kannst. Also ist halt schon ein bisschen geil gemacht. Ja. Aber das Ding ist halt so, Left 4 Dead, das haben wir halt mal. Das spielt halt mal einen Tag mit Freunden so, das macht auch übelst Spaß und so, aber dann. Ja. Reicht es dann auch wieder. Hm. Also sowas bin ich bei Left 4 Dead. Und also, das Spiel. Wird schon geil sein und so, aber ich die 50 Euro halt dafür zu investieren, ist mir halt noch zu teuer. Ja. Ja, wird schon irgendwann günstiger sein. Ja. Beim MMO oder so. Dann werde ich mir das, also irgendwann werde ich mir das auf jeden Fall holen. Das ist halt noch ein bisschen, ne? Freilich. Und sonst so viele Multi, also ich weiß nicht, New World. Na, ich weiß noch nicht, das, mir fehlen irgendwelche Mounts dort, also dass man mal ein bisschen vorankommt, irgendwie dieses Laufen. Genau. Zeit, halt ein bisschen. Und das Ding ist halt, die Hauptquest ist ja jetzt halt Dungeon, so. Und ja, alleine so Dungeon mit Random, so habe ich jetzt halt noch keinen Bock. Und der Rest, in jedem Quest halt alles immer das gleiche, so, ne? Mhm. Also anfangs so mit den ganzen Farmen so, hat auch mich übelst gesuchtet. Und jetzt holt es mich auch irgendwie nicht mehr ab, ne, das Spiel. Also ich verstehe, was das Spiel will irgendwie. Das macht doch. Es kann ja auch süchtig machen. So, dass du alles, egal was du machst, hochlevelst, aber. Ich habe da so ein bisschen das Problem irgendwie, ja, dass zum Beispiel auch jede Quest irgendwie gleich ist. Genau. Du gehst in die Gegend, sammelst dann die Kisten oder durchsuchst die Kisten, dann bockst du da fünf Viecher um und dann gehst du zurück. Irgendwie schon, ne? Das ist halt immer so 2-3 Kilometer laufen, das ist halt einfach nervig. Ja. Hätten sie auf jeden Fall geiler irgendwie regeln können. Das finde ich halt eben auch. Und ich finde jetzt bei den PvP-Quests, wenn du dich jetzt bei irgendwelchen Kriegen anmeldest, so, ist halt nur für eine bestimmte Anzahl gedacht. So. Jungle von dem. Das heißt, du trägst dich da ein, aber nehmen natürlich halt alle, die halt das höchste Level haben und so, ne? Das heißt, für dich, der hat so nicht so hohes Level, du wirst halt nicht mitgenommen. Also. Gemacht. Naja, mal schauen. Aber es hat auf jeden Fall gutes Potenzial. Ja, das auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich verstehe auch die Idee dahinter. Also. Ja. Ist halt so knapp am richtig geilen Spiel vorbei. Irgendwie. Genau, genau. Aber vielleicht kommt ja auch noch, dass sie das noch ein bisschen anpassen. So, auch so sichtig die Serie. Keine Ahnung. Ja, ich habe die auch mal angefangen, aber. Aber? Ich muss irgendwie sagen. Irgendwie. Ich weiß nicht mal warum. So schlecht fand ich die gar nicht, aber irgendwie habe ich da das Interesse dran verloren. Hast du Squid Games geguckt? Nee. Sagt mir zu nix. Das ist irgendwie so aus dem asiatischen Raum. Und dann machen wir Erwachsene, die halt kein Geld haben. Lassen sich halt von reichen Leuten da quasi bezahlen und kämpfen da aber ums Überleben. Und müssen halt Kinderspiele spielen, bei denen man aber halt sterben kann. Klingt auf jeden Fall interessant. Ja, ist es auch. Also es macht halt mega Bock, auf jeden Fall zu gucken. Ich hab's gut weggesuchtet. Obwohl ich ja so Filme aus dem asiatischen Raum nicht so mag eigentlich. Kennst du Love, Death and Robots? Ja, sagt mir was, ja. Aber hab ich nicht schlecht.
Das sind halt so, immer so kleine Kurzfilme, ne? So eigentlich animiert alles. Ich glaube, das ist alles animiert. Und also manches ist echt lustig. Manches ist halt nicht so. Das habe ich auch schon durchgeguckt. Also bei manchen Kurzfilmen davon könnte ich mir echt einen Kinofilm vorstellen, ne? Ja, also so ging es mir auch mal bei Mirror oder sowas ist es, glaube ich, ne? Die haben auch mal so Kurzgeschichten. Also, das ist auch irgendwie gewesen. Mirror sagt mir auch irgendwas. Also halt solche futuristischen Kurzgeschichten, das ist halt immer so, was wäre, wenn, so, ne? Hast du in einer Kurzgeschichte zum Beispiel sowas gehabt, dass ein Mensch oder dass die Menschheit an sich, die Gesellschaft, mit den Augen so ein Chip irgendwie implantiert hat, irgendwie, dass man seine Erinnerungen immer wieder abrufen kann und sowas, ne? Haben die halt auch so thematisierte, in der Kurzgeschichte ging es halt dann so um Eifersucht, um Fremdgehen und sowas halt. Dass wenn der Partner das dann sieht irgendwie oder dass man halt irgendwie rausfinden könnte, hacken könnte und dann sieht der andere, was der andere da irgendwie gesehen hat und gemacht hat. Und das ist dann halt schon ziemlich krass, logischerweise halt auch gegen die Menschenrechte verstoßen würde und. Okay. Also sie haben halt immer futuristischen Themen, die dann halt irgendwie gesellschaftskritisch aufgefasst werden und dann da irgendwie ist halt ganz geil gemacht. Scheiße. Ich bin so krass aggressiv. Ja, irgendwie habe ich mal da. Ich glaube, hast du. Ist das das, was. Ich glaube, du hast mir da schon mal was erzählt. Ich weiß aber nicht so genau. Oder ein Arbeitskollege. Das sind auch halt immer wieder so kleine Kurzfilme, ne? Ja, genau. Sounds of Energy soll auch gut sein. Das wollte ich eigentlich auch mal anfangen. Habe ich auch mal einige Staffeln davon gesehen gehabt. Irgendwann ist halt auch mal dasselbe gewesen. Und, dafür wirst du mich bestimmt hassen, Game of Thrones habe ich auch noch nie geguckt. Das verstehe ich überhaupt nicht. Aber weißt halt überall, was kostet so. Ey, wenn ich zurückspulen könnte, würde, wie auch immer, ich würde es halt definitiv einfach wünschen, dass ich es noch nie gesehen hätte und würde es mir definitiv reinziehen. Also keine Frage. Gerade wenn man so ein bisschen Fantasy angehaucht ist und so mittelalterliche Sachen, die ich auch schon mag. Ja, ich weiß. Was soll ich machen? Also, ich will halt nicht dafür irgendwie bezahlen. Ja. Ich hab's halt immer gleich geguckt, weil es rauskam mit Romanen und sowas, da ging das halt immer. Hat man so schön zusammengeguckt. Fernsehen, oder? Nee, bei Sky, so ein Sky-Ticket oder so für 1-2 Euro im Monat hat man dann irgendwie da bezahlt. Dann konnte man immer, wenn die Folge rauskam, nochmal gucken. Okay. Und das war schon auch irgendwie so ein. Fast wie so eine Tradition halt, dann gemeinsam einfach dann jede Woche die neue Folge da zu gucken. Halt immer wieder was Cooles. Ja, hab ich schon. Ja, also wie gesagt, man konnte sich so ein Sky-Ticket irgendwie holen. Ja, stimmt. Oh, wie läuft's? Ich glaube, bei Amazon oder sowas wird es nämlich auch gar nicht mehr so teuer sein. Wenn du da so eine Game of Thrones DVD oder sowas willst. Oh, doch. Ich glaube schon. Ich glaube, du zahlst, weiß ich nicht, 30 oder 20 Euro pro Staffel oder sowas. Ich gucke mal. Game of Thrones. Staffel 1, 2, was? Ach nee, das ist die Folge. Okay, ja, ich will gerade sagen. Ja. 50. Die Staffel, die hätte ich mir auf jeden Fall gerade einverleibt. Okay. Die komplette Serie für gerade mal 123 Euro. Könnte morgen schon da sein. Auf jeden Fall. Geh ich dir vergönnen. Blu-ray. Ey, wie wird es? Scheiße. Du bist jetzt oben, ja. Schaut's mich an.
Aber hier, die zweite Staffel ist für 15 Euro. Die vierte Staffel. Also die ganze Serie mal 15 Euro kostet, dann okay. Die ganze Serie 15. Ja klar. Das ist eine Serie, die guckst du dir einmal an, dann war's das. Also ich hab die bestimmt... zweimal geguckt? Viermal würde ich sagen, hab ich die. Ja, trotzdem zahle ich ja keine 100 Euro. Abfahrt. Ich glaube, so viel habe ich für die Bücher bezahlt. Nächstes Mal ist ein Darknet. Ist ein Spaß, Fuck. Spaß. Herzlich willkommen, ist oh Mann. Nee, vielleicht hole ich mir immer mal ein Sky-Ticket. Oder vielleicht kauft der Disney, die kommen ja eh alles auf. Vielleicht kauft der Disney auf, aber ich habe Disney hier. Jenny? Ach so, denkst du, ah ja, 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 das könnte sein. Warte mal noch ein bisschen. Die haben doch ihre Finger überall nicht drin, das stimmt. Meine Marvel kommt jetzt. Fantastisch! Oha. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Oh, das habe ich aber ganz schön reingeendet. Fantastisch! Ich werde zurückgucken. Weiter so! Oha. 100 Punkte verschenkt. Wir liegen weit in Führung, aber. Das war jetzt mein zweiter Tour oder so. Ich glaube, das war mein zweiter Tour. Das kann man sich, kann man schon mal machen. In dieser Spielminute. Fantastisch! Ja. Fantastisch! Fantastisch! Oh, der hat uns im Auge auf mich reingeschossen. Ah, die haben jetzt wirklich nochmal ordentlich reingeschmissen. Jetzt wird es nochmal knapp. Aber wir hatten Zapdos, also. Oh, da will nochmal, da will nochmal. Doch, verteidig doch vor deine Punkte rein. Ja, bei 10 Sekunden. Au, au, gewonnen! Bestseller. Na klar. Ja. Den hab ich nicht viel. Hat gereicht. Helene Fischer ist einfach auf Platz 1. Das CD Vinyl. CD muss, also Musik. Ja, also auf Amazon. Oha. Helene ist die noch so. Ah, die hat doch jetzt gerade ein neues Album rausgebracht, ne? Ja, das wird es wahrscheinlich sein, Rausch oder so. Aber wer macht das? Gut, verdammt. Das ist halt wirklich krass, ne? So Rentner und alles, was die für einen Einfluss auf den Musikmarkt haben, ne? Das ist Wahnsinn. Aber wenn du Schlagermusik, wirst du einfach reich. Das ist Wahnsinn. Ja, aber auch erst seit neuestem. Irgendwie Helene Fischer, nee. Auf einmal hat die ein bisschen Hype bekommen. Nee, ich meine jetzt von Helene Fischer, ich rede von Schlager an sich halt, ne? Das ist Wahnsinn. Wie, was das für ein. Aber die haben auch jetzt zum Beispiel gebracht, in Hamburg zum Beispiel, gibt es irgendwie mehr, ist das Durchschnittsalter irgendwas bei 40. Also so und vor, ich weiß nicht, vor wie vielen Jahren oder letztes Jahr oder vorletztes Jahr, keine Ahnung, war es bei 35. Es wird immer älter, die Leute, also klar, mit Schlager verdient ihr dann dementsprechend halt auch, wenn du erfolgreich bist, gutes Geld, ne? Und guck mal, Helene Fischer hört ja auch die Jugend. Ja, ja. So manche Hits auf jeden Fall, aber keine Ahnung, irgendwann ist halt auch mal gut. Du musst dir auch vorstellen, so eine Veranstaltung ist halt einfach krass. Die ist halt einfach ausverkauft immer bei so Schlagerzeug. Weil die Omis haben ja den ganzen Tag Zeit. Und dann machst du halt so eine Veranstaltung, Omis und Opis, muss ich dazu sagen. Also, das sind ja nicht nur die Omis, nennen kann. Aber zum Beispiel auch, wenn du so ein. Entweder so ein junges, hübsches Mädel hast, gehen die Opis gerne hin. Weißt du? Dann hast du so eine. So meinst du.
hast du so eine niedliche, also so eine Boygroup oder sowas, dann gehen die ganzen Umis hin, ne? So, das ist halt wirklich so. Dann essen die ja Kuchen und Kaffee und dann freuen sie sich und klatschen zur Musik. Ja, das ist halt echt so. Wir geben 300 Euro aus am Abend. Ja, die ist teuer, ne? So ein Konzert, glaube ich, Helene Fischer. Was, die? Ja. Ist bestimmt teuer, oder? Können wir mal gucken. Aber jetzt überhaupt wieder wegen Corona? Ich weiß gar nicht. Ich hab gerade eine Runde Ringgit gespielt, deswegen nicht so viel geschrieben. Ja, alles gut, Mara. Ich glaube schon, ja. Wenn du testest oder wenn du hier, ist doch jetzt 2G-Regel, oder? Ist 2G-Regel? Oder 3G? 3G eigentlich, ja. 3G noch, ne? Also wenn du so einen Test hast, den du ja mittlerweile ja selber bezahlen musst, denke ich schon, dass es, also vor, ich glaube letztes oder vorletztes Wochenende war hier Schlager Dingster Bumster in da war hier Micky Krause und Mia und wie sie alle hießen. Weiter weghalten. Hä? Ich glaube, der Mikrofon muss mal wieder ein bisschen weiter weg. Ach so, ach so. Sorry. Ja, okay. Also Helene Fischer steht hier für, also ab 30 Euro gibt es wahrscheinlich Tickets bei ihr. Ja gut, 30 Euro geht, ne? Voll okay. Ich überlege, meine Cousine hat damals bei Red Hot Chili Papers Papers. Red Hot Chili Plants. Nee, Red Hot Chili Peppers 120 Euro bezahlt, ne? Für ein Konzert. Ja, gut, das sind aber halt auch die Amis. Na klar, die haben ja jetzt krasse Preise. Ja, das habe ich damals für die ganze komplette Sonne und Sterne bezahlt. Oder wie? Naja. Ich glaube, damals, wo wir waren, hat das, glaube ich, noch 80 Euro oder so gekostet, ne? Für 4 Tage. Ich glaube, wo Eminem mal da war, wo ich mein gehen wollte, war auch das Ticket bei 200 Euro oder so, ne? Was? Sonne und Sterne? Nee, Eminem einfach so. Einfach so. Ja. Ja, klar, weil das Ding ist, die machen jetzt nicht so oft Konzerte in Deutschland, ne? Und das heißt, wenn sie es mal machen, können sie halt auch den Preis ansetzen und es wird halt gekauft. Die Leute wissen, es kommt jetzt nicht jedes Jahr vor oder dreimal mehr. So, die Amis, die sind irgendwo in Europa und da fährt ganz Europa halt zu diesem Ort. Das ist einfach verrückt. Ich bin eine Person, ist dann aufgebaut wie so ein komplettes Festival einfach. So krass, ne? Ja. Aber Festivals in der heutigen Zeit, jetzt mit Corona. Ich glaube, die Zukunft wird so sein, dass die halt auch alle streambar sind. Dass man halt so 5 Euro online irgendwie per PayPal überweist oder so. Und dann kriegst du da deine Zugangsdaten, loggst dich irgendwie ein und dann hast du das wie Fernsehen. Irgendwie. Ja, ist halt aber das ist halt nicht dasselbe. Nicht mal annähernd. Nee, aber es irgendwie so wird es sein. Also, das Ding ist ja, ne, beim Festival ist ja, also, ich weiß nicht, ich war, glaube ich, 8-mal Sonne, Mond und Sterne. Und einmal Deichbrand. Und ich muss sagen, das geilste, die geilste Zeit bei einem Festival hast du auf dem Campingplatz. Klar, es ist mal geil, so welche, hier weiß ich, zum Beispiel Deichbrand, da war ja hier auch, wo Alligator hier, ich komm nicht drauf, die Band. Wo Alligator. Ich komm jetzt auch nicht drauf. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, auf jeden Fall, ne? Also es ist schon mal geil, also es ist natürlich geil auf dem Gelände da und hast da irgendwelche die anzugucken, die Stars und so, also die Bands. Park, ja? Hä? Weißt du, Trailer Park? Trailer Park, genau. Aber die geilste Zeit bei einem Festival hast du eigentlich auf dem Campingplatz. Ja. Da machst du halt deine Spiele, was ich, Flunky Ball und so ein Scheiß. Lass dir die ganze Zeit Blut und sollst. Ja. Deswegen, also Festival über Stream, also es wird trotzdem weiter Festivals geben. Ich glaube schon, aber halt nur mit Einschränkungen, alles so Maske. Der Rahmen ist halt sehr entscheidend, wie viele Leute werden zugelassen. Genau, nicht mal so viele Leute und so. Stimmt. Boah, da fehlt halt hart. Ich fehlt. Und wir laufen halt alle in solchen menschlichen Kondomen
Anzügen irgendwie rum, dass man sich nicht mehr anstecken kann. Oder das schüttet halt einfach mal einfach aus. Oder die löst die ganzen Verschwörungen auf. Ja, genau. Wo siehst du, wenn du Absol, wenn du das kitest, dann ist vorbei mit dem. Ja, du musst es halt alles dodgen, aber es ist halt nicht so einfach, ne? Ah. Ich glaub, da spielt ihn auch nicht so per. Also wenn du alles triffst, bist du halt instant tot, so. Madara hat gefragt, ob Scheiße. Flamm spielt. Nee, ich glaube, das wird erstmal mein letztes Game werden. Aber beim nächsten Mal, theoretisch schon, ne? Da spricht ja nichts dagegen. Ist irgendwie doch die Frage, wann das nächste Mal ist, ne? Ja, das hab ich erstmal. Ja. Also, ich werde morgen wieder am Spiel nach der Frühschicht. Ja, Mann, nach der Frühschicht. Ja, da steht sich jetzt mal so 18 Uhr rum. Ja, 18 Uhr ist halt. Ich muss halt schon 21 Uhr halt wieder auf Arbeit, ne? Achso, dann lohnt sich's nicht. Ne? Ich muss morgen noch Bestellungen machen. Fällt mir gerade ein. Also, ich muss 18 Uhr. Bin ich gerade mal in der zweiten Fiale, dann muss ich Bestellung machen muss. Das heißt, ich glaube, du hast um 21 Uhr oder so fertig. Ja, keine Ahnung, was. Also, spätestens am Wochenende halt. Wie musst du nächste Woche? Ja, nächste Woche hab ich schon wieder Spätschicht. Also jetzt die kommende Woche habe ich Nachtschicht halt, ne? Ach so, ja, okay. Ja, so noch. Ach, Nachtschicht ist Schmutz. Aber halt spätestens am Wochenende bin ich halt wieder am Schlüssel. Genau. Oder müssen wir auch mal was anderes spielen, wieder wie also klar, auf jeden Fall Pokémon, safe. Nein. Aber auch mal wieder, wie ist das coole Spiel hier? Ja. Ja, da hab ich mal, da hat sich bestimmt auch übelst viel verändert. Phasmophobia. Oh nein. Und, schöne Weggruseln. Ich hab mich lange nicht mal erschrocken. Ich hab wieder ein bisschen Bock drauf auf diesen Nervenkitzel. Ja. Boah, da lebt ja noch was. So, na gut, du Schlingel. Bin mal raus für heute. Ja, viel Spaß bei You. Ja. Das werde ich haben mit finale Folge. Ich kann nicht dodgen. Was für die finale Folge? Folgen. Ja, letzten zwei. Oha. Gut. Alles klar, Keule. Hab You von zu Ende geschaut. Na! Kein Spoiler! Nicht spoilert. Ganz schnell raus, ganz schnell raus hier. Ne, bis dann, ne? Jo, hau rein. Oh shit. Was geht? Oh shit. Also mich kannst du ruhig gerne spoilern, ich hab die Serie geschaut. Ich hab's die mal angefangen, aber ich weiß nicht. Nicht so meins. Ha, das ging schnell. Ich hab auch noch nicht viel gepunktet, ne? Ich wieder voll rein.
von der Seite kommen. Oben. Irgendwo ist es noch. Nein. Und sind wieder alle da. Muss ich unsere Supporters alleine da oben? Schauen wir mal, was wir da machen können. Das. Endspurt! Weiter so! Natürlich. Sich. Ist gut. Ganz schön bei. Oh, die machen okay. Ich muss noch reingehen, ich schaff's nicht. Und wir haben's bekommen. Fantastisch! Fantastisch! Oh, die haben aufgegeben. Gewonnen! Aha. Ja. Dann habe ich mich erstmal schön carryen lassen. Bei diesem Spiel. So, noch ein Sieg, dann 3, 2. Naja, dauert noch ein bisschen. Na gut. Morgen ist ja auch noch ein Tag. So, na gut, Chat, ich bin aber erstmal raus für heute. Ich werde noch ein bisschen was zu essen machen. Sonst werde ich schon pennen gehen. Ja. Ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.